Guten Tag, Amphira, Silvaro, Mimigma, alle sind sie da. Wollen wir es nun ernsthaft einmal probieren? Ohne Trick. Ein ernsthafter Versuch ohne Trick. Hallo Fabian, hallo Redface, hallo Mariko, hallo Robinson Crusoe, hallo Angel, hallo Kühner, hallo Daniela, warum endet ihr alle auf A? Anne. Hallo Gecko Docs, hallo, hallo Maurice, hallo, hallo. Mariko wird ein Celebi sein. Oh, so knapp. Togepi. Gleiche Größe, gleiche Gen. Togepri. Maurice als Beautyfly, aka. Papinella. Und Kühner als Zwirklops. Togepi. Dürfte ich dich fragen, wie du Marshadow und Zeraora bekommen hast? Die haben mir nette Zuschauer geschenkt. Anders geht es nicht. Du musst es entweder haben von damals oder du findest jemanden, der die Pokémon mit dir tauscht. Oder du cheatest. Ich habe sie von Zuschauern bekommen. Marshadow ist tatsächlich von... Das habe ich getauscht. Lange danach gesucht. Zeraora habe ich zuerst das Shiny gehabt durch das Event. Und dann letztens erst vor ein paar Monaten hat mir jemand das nicht Shiny geschenkt. Ist das nicht Zwielicht? Zwielicht, Zwierklops. Wer zählt da schon mit? Hallo Virox. Heute wird Necros mal fertig gemacht. Mal schauen. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Also, das letzte Mal, als wir hier waren, vorgestern, wurde jedes Pokémon mit einem Schlag gewiped. Da war ich aber noch nicht Level 60. Jetzt habe ich trainiert und jetzt ist jedes meiner Pokémon über Level 60. Aber nicht viel über 60. Wenn ich jetzt nicht einen Funken Hoffnung sehe, dann mache ich den Toxin-Trick, den ich mit Amphira sofort machen kann. Trick. Jeez. Wenn ich einen Funken Hoffnung sehe, wie zum Beispiel, dass nicht jedes Pokémon von mir gewiped wird, dann probiere ich es ein paar Mal mit meinem Team. Aber dieses Tier scheint so unfair gemacht zu sein, dass ich glaube, ich muss entweder auf Level 80 leveln oder cheesen. Klick. Nee. Cross. Ma. Ressladero und Zeraora, go brr. Ich habe kein Ressladero. Achso, Ressladero und Zeraora ist eine Taktik. Mariko, danke für so viel Zuschauen. Du bist ja besser als Happens. Hallo Happens. Hallo Tsurumi. Okay, ich greife einfach an. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Tier ist. Geist, Licht. Geist, Psycho. Soll ich knirschen? Nee, wenn, dann mache ich die stärksten Attacken, die ich habe, was hier definitiv Donnerblitz ist.
Juwelenkraft. Das ist ein Problem. Okay, cool. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Man sollte nicht gewonnen. Ich meine, das war eine Schwäche, das ist klar. Es war eine Schwäche, deswegen okay. Aber man sollte nicht gewone-hitted werden, wenn man ein höheres Level hat als der Gegner. Aber ich hatte gerade eine Schwäche. Okay, okay, okay. Knuddler. Das kann sogar eine Stahlattacke. Okay, also Kostümspuk wirkt. Rachepsycho. Dann ist ja Knuddler super. Dann hätte ich mal Z machen sollen. Vielleicht darf ich noch einmal. Aber es hat natürlich eine Stahlattacke. Das war sogar sackenstark. Okay, ich sehe einen Hoffnungsschimmer mit Mimigma. Ich schau mal, ob ich vielleicht eine Attacke überlebe, aber ich überlebe eine Lichtkanone wahrscheinlich nicht. Das hätte wahrscheinlich 50% abgezogen, wenn ich das direkt gemacht hätte. Aber ja, auch das ist gewone-hitted. Aber mit Kostümspuk würde ich wenigstens eine Z-Attacke draufkriegen. Drache Psycho, das heißt, ich könnte jetzt Z-Attacke Geist probieren. Eiskäfer, Drache, Fee sind die Schwächen. Und Geist, oder? Hä, Geist ist doch... Geist ist gut gegen Psycho. Vielleicht Mimigma mit Fokus gut? Dann könnte ich zweimal angreifen, ja. Ich überlebe eine Attacke. Sogar eine Schwäche. Ah, nee, es ist gar keine Schwäche, weil ich kein Flug bin. Aber was kann der? Der kann Stahl? Der kann, was war das andere, das erste? Der kann Stein, Stahl. Stein, Stahl und Elektro bisher. Das sollte eigentlich effektiv sein. Wenn er Psycho ist. Sag nicht, dass jetzt noch irgendwas passiert. Ich glaub's noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wo das Problem war. Ihr habt alle gesagt, das ist der unfairste Gegner und nicht zu schaffen. Und ich muss eine Taktik wie Toxin benutzen. Hä? Es war einfach... zwei sehr effektive Attacken draufgeballert. Tja. Keine Angst, er kommt jetzt wieder, er kommt wieder. Ich habe nicht mal seine Z-Attacke gesehen. Okay, ich nehme alles zurück, der Gegner ist nicht. Man muss nur zweimal eine starke Attacke machen. Ich bin nicht immer überlevelt. Silvaro war, glaube ich, genau 60. Necrozma hat sein Licht verloren und ist in eine andere Welt verschwunden. Necrozma who? Necrozma what? Ich besiege Necrozma vor GTA 6. Ja. Hallo Entiny, du bist ein Kloptopus. Umsonst Angst gehabt vor dem. Das war ja, hä? Spielstand neu laden und ohne Z-Attacke machen fürs Video. Ich glaube, auch ohne Z-Attacke würde ich schaffen. Ich könnte einfach Silvaro wiederbeleben und nochmal Schattenfessel machen. Zweimal und dann... Und ich hatte noch 4 Pokémon oder 3. Ja, Mimigma konnte nur wegen Kostümspukschaden machen. Ja, aber das ist ja alles legit. Es war nicht gecheased und gar nichts. Es war einfach nur mit 2 starken Attacken angegriffen und fertig. Aber ich finde es, ich hätte gerne die Z-Attacke gesehen, aber ich habe letztens zufälligerweise, weil natürlich alles hier mithört, ich habe die Z-Attacke auf TikTok gesehen und die sieht schon episch aus. Leicht übertrieben. Final Fantasy-Attacke. Aber ich will ja hier auch ein Video machen, wo ich alle Z-Attacken einmal in 4K oder 2K zeige. Das heißt, ich muss zu diesem Necrozma hingehen und so lange warten, bis es endlich die Z-Attacke macht. In 2K. Weil jetzt hat es gerade nicht gemacht, ey. Ich hätte sie gern gesehen.
Hast du mit Focus Code getestet? Nö, ich dachte, ich teste das jetzt. Aber ich habe einfach quasi First Try in der Crossma besiegt. Mit zwei Attacken. Der erste Try war, dass ich komplett unterlevelt hier reingegangen bin. Und das war jetzt der erste ernsthafte Versuch. Und ich hab's sofort geschafft, ohne irgendeine Taktik. Hallo Lana, wir sind dir und dem Licht der Z-Kristalle zu großem Dank verpflichtet. Das von dir beruhigte Necrosma, oder besser gesagt Ultra-Necrosma, war von Licht erfüllt. Allerdings scheint es dieses nun wieder verloren zu haben und nach Alolath entschwunden zu sein. Dein wieder von ihm getrenntes Lunala ist offenbar ebenfalls nach Alolath zurückgekehrt. Woher wissen ihr alle, wo es lang geht? Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unseren Hilferuf erhört hast. Olopoto, du bist ein Karpador. Und hallo, Düdünnen. Macht eine Crossma überhaupt die Z-Attacke im Kampf? Ich hab, wie dann? Wenn man, hat man selber später ein Ultra, eine Crossma? Ich dachte, das hat man nie selber. Aber ich hab's gesehen, wie, aber ist es dann gemoddet oder was? Wo sieht man dann die Z-Attacke? Ach, ich kann es selber haben. Ich dachte immer, dass es heißt, das kann man nicht selber haben, so wie Giga-Endonalos. Ich dachte, es ist so ein Giga-Endonalos-Ding hier. Okay. Dann ist ja noch einfacher, dann kann ich das ja einfach selber triggern. Sehr gut. Jetzt ist aber nicht der Moment, wo ich das ernsthaft geschenkt kriege, oder? Als Ausdruck unseres Dankes und um Venikos Wunsch zu erfüllen, wärst du bereit, Veniko bei dir aufzunehmen? Ein andern Mal, bitte? Kein Grund zur Eile, komm einfach zurück, sobald du bereit bist, Veniko aufzunehmen. Das wird so gesoft resettet. Wirst du auf unserem Sol Galeo nach Alolath zurückkehren? Wenn ich jetzt Lunala mache, reite ich dann auf Sol Galeo? Das wird jetzt interessant. Weil die Cutscene hat Sol Galeo gezeigt. Und weil ich den anderen Spielstand spiele, reite ich auf Lunala. Wenn ich jetzt Lunala auswähle, ich glaube, ich reite trotzdem auf Lunala, weil es jetzt die Option gibt. Stimmt, in was ist Venikro? Ich glaube, Venikro ist im Pokéball. Ja. Ich bin wieder zurück, Leute. Guckt nach oben. Seht ihr, wie das Licht... Was ist, wenn man das in der Nacht macht? Es ist trotzdem dunkel. Ich ziehe meinen Hut vor dir, wirklich sehr beeindruckend. Ich habe gar nicht... Die haben gesagt, auf was willst du reiten, und ich bin am Ende auf nichts geritten. Story of my life. Selbst jetzt kann ich deutlich die konzentrierte Z-Kraft in deinem Z-Kraftring spüren. Vielen Dank, Trainer auf Inselwanderschaft. Während du in der Ultra-Metropolis Necrosma die Stirn geboten hast, habe ich etwas Grundlegendes über die Auren herausgefunden. Erforsche mit dem Ultra Warp neue Welten. Ich bin mir sicher, du wirst dort fantastischen Pokémon begegnen. Sehen wir uns nie wieder? Ich finde, designtechnisch sehen die echt cool aus. Ich hab nie gewusst, warum in Pokémon Go dieser eine Professor euch so aussieht. Oh, jetzt warte, Samantha. Samantha kriegt jetzt ihren Schwächeanfall. Bleib doch zu dem, steh doch zu dem, was du getan hast, Samantha. Es war richtig von dir, mit Cosmog wegzulaufen. Ich habe doch nichts. Das verdanken wir alles nur Leo. Ohne ihn hätten wir es nie geschafft. Hier, du sollst diese Ultrabälle bekommen. Nee. Das sind spezielle Pokébälle, die wir zusammen mit dem Ultra-Forschungsteam entwickelt haben, um Ultrabestien zu fangen. Einem Trainer wie dir kann ich sie bedenkenlos überlassen. Kann man die auch kaufen? Ich will sie nicht. Aber drei? Drei bedeutet ja auf jeden Fall, dass man die noch kaufen muss. Sonst kann man die Ultrabestien ja gar nicht alle fangen. Kann man kaufen. Jetzt, wo ihm sein Licht geraubt wurde, ist Cosmog, ich meine Lunala, geschwächt. Ich werde mich im Ätherparadies um es kümmern. Dabei brauche ich deine Hilfe. Yay, meine Mutter, die mich verstoßen hat, mag mich wieder.
Schwach, Lilly, schwach. Lilly? Lilly hätte jetzt sagen müssen, nein, ich vertraue dir nie wieder. Ich sorge dafür, dass du rausgeschmissen wirst aus dem Paradies und ich der Vorstand werde. Aber nein, Lilly. Lilly hatte voll die Transformation, aber nichts hat's gebracht. Leo, ich war dir zwar sicherlich keine große Hilfe, doch du sollst wissen, dass ich stets mit dir und deinen Pokémon mitgefiebert habe. Ich hatte auch Gelegenheit, mit Mutter zu sprechen. Wir haben uns über Verschiedenes unterhalten und ich glaube, ihre Sicht der Dinge jetzt etwas besser zu verstehen. Leo, du hast nicht nur Necrozma und die Leute aus jener fernen Welt gerettet. Nein, du hast uns alle hier vor dem Untergang bewahrt und uns das Lächeln zurückgegeben. Ich werde erstmal zurück ins Ätherparadies gehen, damit Wölkchen wieder zu Kräften kommen kann. Ich stehe einen Meter von dir weg. Du musst nicht winken, als ob du einen Kilometer weg auf dem Schiff stehst. Gib auf der Inselwanderschaft auch weiterhin dein Bestes, Leo. Selbst jetzt wäre das Winken zu extrem. Also, ich zitiere nicht genau, aber ich umschreibe. Deine Mutter, Samantha, hat gesagt, nenn mich nicht Mutter. In dem Moment, wo du das Ätherparadies verlassen hast, bist du nicht mehr meine Tochter. Und jetzt ist sie, oh, ich verstehe meine Mutter ganz gut jetzt. Ich kann nachvollziehen, was sie getan hat. Diese Lilly ist wohl der schwächste Charakter, den jemals Pokémon erschaffen hat. Neben Tali. Alola, Leola, Lola. Leo ist nicht gut im Sinne von Alola. Da kommt man Alola, Leo. Ich bin hergekommen, als ich gesehen habe, wie es um das Podest herum dunkel wurde. Aber wie es aussieht, hast du das Problem schon ganz allein gelöst. Ja, hat nur 3 Tage gedauert. Da fühle ich mich glatt überflüssig. So geht das einfach nicht. Schließlich bin ich ein Captain. Wie wäre es also, wenn du dich an meiner Prüfung versuchst? Große Herausforderung. Ja. Verbiegel. Du siehst aus wie ein Verbiegel. Hast du ein Verbiegel? Nee, wir gehen. Kennst du den Charakter? Gibt's auch in Let's Go? Wen? Die hier? Die gibt es? Was ist die Challenge? Meine Pokémon wurden doch bestimmt geheilt. Passt schon. Bei der echt, die steht in Let's Go? Ich meine, ich kannte sie nicht aus Let's Go. Ich kenne sie halt vom... Ich kenne halt ihren Charakter halt so. Den sieht man halt hier und da mal. Aber in Let's Go, vielleicht war ich da nie. Weil ich nie natürlich Silberkronkorken gefarmt habe. Ich wusste gar nicht, dass man das in Let's Go machen kann. Hehehe. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Toasty, du bist der Scaraborn. Scaraborn. Ach, der Kampf geht. Was? Sofort Kampf? Ich dachte, es kommt erst. Was war die Prüfung? Die Prüfung beginnt. Besiege mich. Matsurika. In Orania City steht hier rum. Irgendwann werden wir sicher wieder Let's Go spielen. Alle meine Pokémon wurden geheilt. Flunkiefer, kleines Problem. So, wenn jetzt Flunkiefer eine Attacke macht, die meinen Amphira komplett killen würde, sehen wir das mit dem Fokus gut. Vielleicht macht es ja Erdbeben. Knuddler. Siehst. Aber von der Frisur geknuddelt zu werden. Ich finde Matsurika auch. Also das Design von ihr ist cool. Allgemein mag ich Charaktere, die nicht die ganze Zeit Bullshit reden. Ich bin nicht mega überlevelt. Ich bin das Level von Necrozma. Das Spiel kann nicht erwarten, dass ich Necrozma mache unter dem Level von Necrozma. Ich bin ein Gift. Hallo JP. Aber ja, ist krass. Necrozma einfach Level 60 und jetzt geht's weiter mit Level 50.
Das ist nicht so gut durchdesignt von denen. Außer die wollen, dass man den Crossman mit Level 50 besiegt. Und dann geht das echt nur mit Taktik. Hallo Philipp, ist schon Wochenende. Du hast eine leichte Giftschwäche. Bungie Bai. Also ist sie die Gifttrainerin. Die Fee-Trainerin. Also magst du die Hälfte deines Chats nicht? Was habe ich gerade gesagt? Warum? Also ja, locker. Ich mag sicher mehr als die Hälfte meines Chats nicht. Aber warum? Was habe ich gerade gesagt? Ein Plug. Ein rosa Plug. Was soll ich machen? Vegetationshöhle. Du magst Leute nicht, die so viel Unsinn reden. Korrekt, ja. Ja. Wo ist die... Ist es jetzt da, wo ich hin wollte, aber nicht konnte? Und jetzt kann ich da hin? Also ist sie da oben? Ist es die Ebene? Beschwerlicher Pfad? Küste von Pony? Vegetation? Ist das die Vegetation? Ruine der Heimkehr? Achso, Route 2, hat sie gesagt. Was? Achso, ich soll jetzt nochmal mit allen reden. Ugh. Okay. Hat eigentlich was geblinkt? Egal. Bist du bereit für morgen? Ich wüsste nicht, wie ich mich vorbereiten sollte. Im Briefing steht, dass man genug Geheimgewürze haben soll, damit man die besten Chancen hat. Und ich habe gleich zu Domji gesagt, dass er mit mir ein Handicap haben wird, denn ich werde keine Geheimgewürze sammeln. Das kannst du vergessen. Wenn es vielleicht brenzlig wird, setze ich welche ein, die ich habe. Ich habe vielleicht 10 Stück oder so. Es kommt auch darauf an, mit welchem Spielstand ich spiele. Das weiß ich gar nicht, mit welchem Spielstand soll ich spielen. Mit meinem Lego-Spielstand. Hallo, Body Buddy. So, muss ich jetzt echt hier durch die Vegetationshöhle durch? Ah nee, aber sie hat gesagt, sie ist auf Route 2. Da ist ja schließlich auch die Vegetationshöhle. Also erwarte ich eher, dass sie hier draußen steht. Du heißt auch Leo. Nee, du heißt Body Buddy. Steht doch da. Ich heiße Leo, weil steht doch da. Ich wüsste nicht, wie ich mich... Ist das der dümmste Part des Games? Muss ich jetzt wirklich jede Prüfung nochmal ablaufen? Topschutz. Here I come. Wo ist mein Topschutz? Stimmt, danke. Gerne. Hallo Megumina. Also morgen 14 Uhr hier live auf twitch.tv gibt es das Shiny Bingo. Ich weiß immer noch nicht gegen wen. Ich weiß nur, dass ich mit Domji zusammen in einem Team bin. Und mir wurde nicht gesagt, wer alles dabei ist, weil es sind anscheinend 3 Teams. Und warum zum Teufel kommt ein... Achso, das war ein statischer. Kann ich langsam gehen? Aber ich weiß nicht, wie ich mich darauf vorbereiten soll, weil im Endeffekt muss ich einfach... Ich meine, es ist ja so simpel im Sinne von... hier ist ein Brett voll mit Shinies und du musst das fangen. Also wenn da ein Brett ist und da steht, fange Shiny Alola Kokowai, dann renne ich zu Alola Kokowai und fang's. Ich werde keine Geheimgewürze benutzen, außer irgendwie, wir sind kurz davor zu gewinnen oder so. Dann setze ich was ein, aber davor sehe ich das nicht ein und hier ist niemand.
Ihr lasst mich hier durchrennen und keiner von euch sagt, nee, Leo, du musst da nicht rein. Oder ist es was? Du hast mich im Lockdown sehr, sehr viel geguckt. Dann hast du meine ganzen... Hau-Holy-Friedhof. Das ist wirklich dumm. Das ist wirklich dumm. Hau-Holy-Friedhof. Jetzt weiß ich, wo der ist. Da. Ja. Aber ansonsten werde ich... Ich meine, vielleicht, wenn ich genug BP-Punkte habe, werde ich BP Stufe 1 Shiny-Kraft einsetzen oder so. Aber ansonsten werde ich einfach mit Begegnungskraft da rumlaufen und Shinies fangen. Nee, Leo, du musst da nicht rein. Zu spät. Marene. Tali, sag mal bitte... Du hast noch gar nicht mir gratuliert, dass ich die Welt gerettet habe. Nein, die Zeit hat er genutzt und einfach mal mich überholt. Wie viel Zeit hast du morgen? Ich glaube, das sollen... Also, angesetzt sind 4 Stunden, aber... Wenn es zu lange dauert, dann werden irgendwelche Regeln in Kraft gesetzt, die es einfacher machen. Im Endeffekt ist es ja ein Bingo-Brett. Und ein Bingo-Brett besteht aus 5x5. Ich glaube 5x5. Besteht aus 5x5. Also sind es 25 Shinies maximal, die man fangen kann. Und das kann in einer Stunde fertig sein, finde ich. Vor allem, wenn man zu sechst ist. Aber es kann natürlich sein, dass es nicht... dass es dauert. Du bist es, oder? So, und warum gehe ich jetzt nochmal zu dir hin, dass du mir nochmal einen Kristall gibst? Oder eine Medaille? Will ich nochmal kämpfen? Kommt der Gewinner ein Handtuch? Ich habe gehört, der Gewinner bekommt den Kanal vom anderen. Wieso hast du dir bei Methena eigentlich 2 Rote geholt? Woher weißt du das? Wenn du es weißt, musst du es wissen. Weil du dann dabei warst. Weil ich am Ende ja eine Box haben werde mit all den Mons. Und da ist das Rote das Normale. Also ist da das Rote drin. Dann gibt es ja nochmal eine Box mit den Besonderen. Da sind alle anderen Methenos drin und ich fände es komisch, wenn da nicht nochmal ein Rotes auch drin wäre. So wie bei WWJO und Pokus dann auch nochmal das Standard mit dabei ist, dass es die volle Box ist mit allen Formen. Hallo, Angela. Du hast das TCG-Spiel beendet. Hast du echt... alle Karten dir geholt, hast du 100% gemacht. Dann spiel jetzt Teil 2. Sie hat tatsächlich... Sie hat tatsächlich das Verbiegel. Hallo Beast. Beast, was ist eigentlich dein Lieblings-Pokémon? Rutena ist dein Lieblings-Pokémon. Qualilu. Im zweiten Teil gibt es nur auf Japanisch, aber es gibt einen englischen Fan-Mod. Wenn du es nicht schaffst, es zu installieren, sag Bescheid. Ich kann es für dich machen. Aber das kriegst du hin. Du brauchst nur die ROM und dann musst du den Englisch-Patch draufladen. Und es soll so viel besser sein. Wie ist das Wetter so in Irland? Bist du die Königin des Smalltalks?
Fällt dir keine andere Frage ein, als zu fragen, wie das Wetter hier ist? Interessiert es dich so sehr? Es ist sehr kacke, das Wetter hier. Stürmisch, kalt, nass, disgusting. Dein Lieblings-Pokémon ist Black Wargreymon. Jetzt muss ich die ganzen Blüten kriege ich jetzt von denen. Natürlich, das muss man danach alles nochmal machen. Wie, und jetzt? Ich werde zum nächsten Captain gebracht. Das heißt, jetzt werde ich immer einfach hingebracht. Aber jetzt ist die wahrscheinlich auch nicht da drin, oder er. Und dann muss ich wieder woanders hin. Die Schnitzeljagd jetzt hier. Da steht sie. Wieso wohnst du nochmal da? Weil meine Partnerin einen Job hier gekriegt hat und wir dann ausgewandert sind. Kreisch. Hahaha. Wie gespannt bist du auf das neue Pokémon nächstes Jahr? Hast du irgendwelche Wünsche? Nicht gespannt, keine Wünsche. Fabian, du bist ein Teddy Ursa. Das sind gleich zwei. Oder war es nur sie? Ja. Tracy. Das TCG 2 kostet 100 Euro aufwärts. Das ist dann aber nur japanisch. Das wird dann schwierig. Krieg dann wenigstens beide Blüten. War sie nicht auch? Waren es nicht? Das waren doch beides, Captains. Hast du das zweite im Besitz, Leo? Nö, ich hab's auch noch nie gespielt. Philipp, du bist ein Pandagro. Schade, dass dieses Jahr kein Pokémon mehr kommt. Lügen! Kommt bald ein neues Pokémon. Warum wisst ihr nichts über Pokémon? Ich habe das Datum gerade vergessen, aber es kommt bald ein neues Pokémon-Spiel. Nächsten. Kommt's nicht schon. Kommt's diesen Monat? Nee, es kommt nächsten Monat, glaube ich, oder? Bam, 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 bam. Warum hat das mich so schnell umgebracht? Das ist nur ein Handyspiel. Wo auch das Wort Spiel mit drin ist. Ende Oktober. Ich glaube, es war Mitte Oktober. Aber ich habe gestern mir angeschaut, die ganzen, weil ja coole Pokémon-Creator eingeladen wurden zu Pokémon und sie durften das TCG-Spiel testen. Habt ihr das gesehen? Wisst ihr schon alles? Ich bin nicht so begeistert davon. Ich glaube, also was interessant ist, ist, dass du anscheinend nur, wie viel waren es? Ich glaube 150. Ich glaube, du kannst nur 150 Euro am Tag ausgeben in der TCG-App. Was natürlich viel ist, wenn man es jeden Tag macht. Aber im Vergleich zu allen anderen Gacha-Games, und es ist ein Gacha-Game, allen anderen Gacha-Games ist 150 Euro am Tag nicht viel. Weil ich glaube, andere Gacha-Games haben keine Begrenzung. Wie viel Geld kann man in Genshin Impact am Tag ausgeben? Es gibt Leute, die haben 100.000 ausgegeben am Tag. Also ich glaube, das hat keine Begrenzung. Die Begrenzung ist deine Kreditkarte wahrscheinlich. $100k am Tag. Mehr auch. Klar. Kann ich auch die Namen sagen von diesen Streamern. Lakari hat, glaube ich, über 100k ausgegeben in Genshin. An einem Stream. Und Tekton auch, glaube ich. Ich will nicht, ich hätte eigentlich 400.000 gesagt, aber ich glaube, es waren nicht 400.000.
sondern auf jeden Fall 100.000. Verrückt, wie er das macht. Sie verdienen das Doppelte zurück durch ihre Streams. Chill, 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 chill. Deswegen in der Pokémon-App kann man nur 150 am Tag ausgeben. Was schon mal ganz gut ist, damit die Kiddies nicht zu viel Schaden anrichten mit den Kreditkarten ihrer Eltern. Kann das aufhören, schneller zu sein als ich? Wie ist das eigentlich überhaupt möglich, ohne das ganze Spiel herzukaufen? Ich kann dir sagen, die haben mehrere 100k ausgegeben und haben trotzdem nicht alle Charaktere. Weil es so unfassbar selten ist, diese extrem seltenen Charaktere zu ziehen. Und so ist es auch beim neuen TCG-Spiel. Die Karten, die diese Immersion haben, also dass du da mit der Kamera in die Karte reingehst, wie man in dem Trailer sieht. Diese Karten haben eine Wahrscheinlichkeit, dass du sie ziehst aus einem quasi 3D-Karten, ja. Diese Karten haben eine Wahrscheinlichkeit von 0,000005 oder so Prozent, dass du diese Karte ziehst. Also, wenn du ein Pack aufmachst in TCG, wenn du in dem neuen TCG-Spiel dann ein Booster-Pack aufmachst, was übrigens ein Euro kostet, oder ein Dollar, wahrscheinlich auch ein Euro, schätze ich, dann ist da zu 99,5% eine normale Karten drin. Zu 0,5% ist eine seltene Karte drin. Und innerhalb von diesen 0,5% ist es irgendwie eine 0,00005%, dass diese seltene Karte eine von diesen du tauchst ein Karte ist. Also die Wahrscheinlichkeit, und anscheinend, wenn du die App startest, wird dir am Anfang sofort aufgelistet, welche Karte, wie selten sie ist. Also du wirst nie, so wie bei Genshin Impact oder sowas, du wirst immer wissen, wie selten etwas ist, dass du es bekommst. Und es wird auch nicht besser oder es wird auch nicht schlechter, sondern es ist immer eine feste Rate an Wahrscheinlichkeit für an einer Karte. Aber ja, die krassen Seltenen, die jeder haben will, sind 0,00. Das ist so unfassbar selten. Das heißt, selbst wenn du wahrscheinlich am Tag 150 Euro ausgibst, wirst du diese Karte wahrscheinlich nicht innerhalb von einer Woche ziehen. Kann man denn Sachen mehrmals ziehen? Ja. Und anscheinend, wenn du eine Karte schon hast und du ziehst die Karte nochmal, dann wird die automatisch in ein Punktesystem umgewandelt. Und umso mehr Punkte du hast, desto eher kannst du dir dann wieder andere Sachen holen. Also wenn du was Doppeltes ziehst, ist es trotzdem von Wert. Und das Traurigste an allem, bisher ist nicht geplant, dass das echte TCG irgendwie verknüpft wird mit dieser App. Also die QR-Codes, Karte scannen, das Spiel, Pokémon Go, nichts. Die neue TCG-App, die in einem Monat rauskommt, ist ein komplett eigenes Ding, komplett isoliert und wird mit nichts verknüpft, wenn es noch irgendwas gibt. Bis jetzt zumindest. Das ist nicht geplant von Pokémon. Was sehr traurig ist, weil es wirklich einfach nur bedeutet, du hast ein komplett neues System. All die Karten, die du jemals gesammelt hast, sind komplett egal. Und du fängst bei Null an und kriegst jeden Tag 2 Booster-Packs geschenkt in dem Spiel. Und ja, wenn du kannst einen Premium-Pass kaufen, womit du mehr Packs aufmachen kannst, kannst du natürlich Packs kaufen ohne Ende bis zu 150 Euro am Tag. Also da kannst du richtig viel Geld reinstecken für digitale Karten, die du nicht ansatzweise mit dem echten Spiel verknüpfen kannst. Der Schwarzmarkt auf eBay wird wohl interessant. Warum? Wie gesagt, du kannst nicht... Achso, du kannst tauschen. Du kannst online tauschen.
kannst jederzeit eine Karte, die du hast, online per Code, wie in Pokémon auch, die Karte tauschen gegen eine andere Karte. Das heißt, ja, du könntest einen eBay-Schwarzmarkt aufmachen, wo du deine Karte anbietest, die du gezogen hast. Und das wird mit Echtgeld gemacht, ja. Und das wird Pokémon wahrscheinlich nicht unterbinden, auch wenn sie es nicht erlauben. Kann ich meinen Sleep-Account irgendwie wiederbekommen? Log dich ein, hä? Was? Ankanoxi! Dankeschön für 5 Monate. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Ist das die offizielle Wahrscheinlichkeit? Ja. 99,5% normale Karte, 0,5% eine Rare-Karte, aber Rare wird nochmal unterschieden in, glaube ich, 3 verschiedene Kategorien. Also, dass du mit im Free-Mode, dass du, wenn du die App ohne Geld ausgeben spielst, dass du was Besonderes ziehst, ist halt super selten, weil du nur 2-mal am Tag ein Pack aufmachen darfst. Aber du kannst auch kämpfen. Aber nur innerhalb dieses Systems. Du kannst online kämpfen, du kannst gegen eine KI kämpfen. Und das ist anscheinend komplett neu, das Kampfsystem von dem TCG. Hat nichts mit dem jetzigen TCG-Regeln zu tun. Das ist ein neues TCG-Regelset. Also es gibt andere Typen. Ein Typ, eine Schwäche wird nicht mehr halbiert, sondern minus 20. Es gibt andere Typen Kombis, Schwäche, Stärke und sowas, Wechselwirkung. Die Attacken machen andere Stärken, wie man sie eigentlich kennt aus dem Spiel, also Schaden und so. Aber ja, du kannst kämpfen und dadurch Punkte verdienen und mit den Punkten Skins kaufen für deine Karten und so. Du kannst zum Beispiel, glaube ich, mit einem Skin jede Karte, die du hast, glitzern lassen. Warum wird das nicht in der Schweiz verfügbar? Weiß ich nicht. Ist das so? Vielleicht hat die Schweiz extreme Bedingungen, was solche Gacha-Games anbelangt. Weil es ist ein Gacha-Game. Und wenn ein Land... Es gibt Länder, die das nicht erlauben. Wenn du in einem Land lebst, was Gacha nicht erlaubt, wird dieses Spiel nicht verfügbar sein, weil es gegen das Land, die Gesetze des Landes spricht. Warum will der nochmal kämpfen? Hallo? Was ist passiert? Warum willst du nochmal kämpfen? Ich werde es auch auf jeden Fall auschecken. Vielleicht mache ich auch ein Video darüber. Vielleicht werde ich einmal dieses Limit ausprobieren und einfach sagen, ich gebe einmal am Tag 150 Euro aus und dann schauen wir uns an, was ich kriege mit 150 Euro in der App. Die Antwort wird sein, nichts. Und dann lege ich diese App wieder weg. Redface, du bist ein Grolldra. Hallo Kaste. Es ist sogar Pokémon Unite auf dem Handy nicht verfügbar, aber auf der Switch schon. Bist du sicher, dass es vielleicht nur bei dir so ist? Oder weißt du das? Switzerland. Why no Pokémon Unite? Aber ja, anscheinend ist Pokémon Unite nicht auf dem Handy in der Schweiz. Gesetze. Wander aus. Raus da, solange du noch kannst. Bevor die Grenzen komplett zumachen. Weiß man eigentlich, wann Pokémon Saar rauskommt? Nein, wir haben noch nicht mal... Wir wissen noch nicht mal, wie das Spiel aussieht.
wisst nicht mal, was für eine Grafik das Spiel hat. Wir wissen nicht mal, was man in dem Spiel tun kann. Natürlich gibt es kein Release. Wo ist er? Am 1.4.2025. Guter Guess könnte sein, ja. Ja, der Teil hier wirkt wirklich so wie, naja. Wir wollen nicht, dass das Spiel schon zu Ende ist, deswegen geh nochmal überall wohin, wo du warst. So eine schöne Zusammenfassung. Geh nochmal zu jedem Trainer, besieg ihn nochmal komplett. Damit du dann eine Blume am Ende hast, mit der du stolz zur Tür gehen kannst, um reingelassen zu werden. Denn jetzt, da ist Broly. Romy, Broly war Dragon Ball. Willst du nicht kämpfen? Okay. Was macht eine Griffklaue? Soll ich da rein? Ja. Gerade dabei, bei PLA alles auf Forschungslevel 10 zu bringen. Oh, Laubfuchs, komm schon. Ist doch geschenkt. Wir müssen noch, bevor ZA rauskommt, den ganzen Pokédex auf Perfektion bringen. Nix da Level 10. Level 1000. Level 300. Level alles. Level ja. Und ich freue mich so drauf. Sobald wir wissen, wann das Spiel rauskommt, was erst in einem halben Jahr sein wird, dann weiß ich zumindest, wie viel Zeit ich noch habe, das zu machen. Zombie, Zombie, Zubiris. Zombie, Zombie, der Donnerblitz. Ja, wenn du das machst, mache ich dann auch mit. Okay. Warum? Hörst du mit Twitch auf? Was? Wie bist du auf diesen Trugschluss jetzt gekommen? Die Animationen sind geil, so. Warum könnt ihr alle Juwelenkraft? Wenn du gemeint hast, du weißt dann, wie viel Zeit dir noch bleibt, um ZA zu spielen. Habe ich ZA gesagt? Legends, oder? Vielleicht habe ich ZA gesagt.
Nee, dann, wenn ich weiß, wann ZA rauskommt, weiß ich, wie lange ich noch Zeit habe, um den Pokédex in Legends auf 100% zu bringen. Könnte es nicht Pokémon AZ sein und die Story von AZ aus X und Y erzählen? Ja, aber es heißt Pokémon ZA. Ich weiß nicht, warum du den Titel unbedingt ändern möchtest, aber der Titel ist ZA. Und um was es geht, wissen wir nicht. Sind wir hier bei Giovanni oder was? Was ist das für ein knallhartes Nobilikat? Sol ab, Sol ab, Sol. Ich bete für ewig blühter Fluett. Dann sei aber nicht traurig, wenn du es nicht bekommst. Ihr seid doch schon lang genug Pokémon-Fan, um zu wissen, dass ihr nichts mehr erwarten solltet. Deswegen jedes Mal, wenn hier jemand fragt, oh, was glaubst du, wird passieren? Nichts. Ich weiß es nicht. Ich erwarte nichts. Weil wenn ihr was erwartet, und das haben wir schon oft genug erklärt, und auch meine Gefühle wurden schon oft genug verletzt, nur wenn ihr was erwartet, werdet ihr sowas von enttäuscht. Pokémon hat nie auch nur ansatzweise gesagt, dass irgendein Fluett in ZA vorkommen wird. Also, man hat welche gesehen, aber das Ewigblüter. Vielleicht sagen sie nein, das Ewigblüter ist so besonders, es wird für immer das eine bleiben aus der Geschichte und wird niemals sonst fangbar sein und vorkommen, weil es ist das eine besondere Fluett. Und alle sitzen da, ich will, dass es kommt, Pokémon, wir hassen dich, wenn es nicht kommt. Und hört auf, Sachen zu erwarten, ihr werdet nur enttäuscht. Ich erwarte eine Geist- und Drachenentwicklung von Evoli. Du wirst nur enttäuscht. Euch am Ende wirklich so eine Blume? Die hat dann echt viele komische Blätter. Ich gehe einfach dann so zu dem Tor hin, so mit meiner Hand auch zusammengeknüllt, mache ich so auf und so 10 zerknüllte Blüten. Wo muss ich hin? Ach, es war's? Hä? Das waren noch nicht alle. Das waren anscheinend alle. Nur die wichtigen waren's. So. Ich hoffe, wir können jetzt in den letzten Bereich, damit ich auch endlich mal die letzten Mons fangen kann. Wie mein schönes Zenlong. Wehe, es kommt kein Mega-Libeldra. Bei Mega-Libeldra wäre ich echt, also... Ich glaube, das ist das Einzige, auf das man wirklich am ehesten noch hoffen kann. Weil von Pokémon selber bestätigt ist, dass es eins hätte geben sollen und sie es dann doch nicht gemacht haben. Das heißt, die Designs sind da und die Information, dass die Fans darauf hoffen, ist da. Das heißt, wenn sie aktiv kein Mega-Libeldra einbauen, ist es aktiv ein absichtlicher Schlag ins Gesicht für alle Fans. Weil das haben sie halt wirklich mal in dem Interview gesagt, so, hey. So. Das wäre wirklich krass, wenn sie es nicht machen würden. Aber es kann trotzdem sein, dass sie einfach sagen, nee, Mann, das Mega-Libeldra ist zu krass. Das Design ist blöd. Wir kriegen kein gutes hin. Nee, wir machen keins. Hier. Mal schauen, ob sie es jemals schaffen werden, ein cooleres Pokémon als Gengar zu erschaffen. Ich würde sagen, sie haben ungefähr 300 coolere Pokémon inzwischen gemacht, ja. Vorfreude ist aber ein Teil für mich, wenn es darum geht, sich auf neue Pokémon-Games zu dingsen. Ja, verstehe ich. Wandelbee. Das ist ganz schön groß.
Was ist der letzte Herrscher? Ich bin nicht bereit. Das heißt, ihr Rätsel, ihre Herausforderung war, nochmal mit allen zu reden. Das heißt, es ist nicht so, dass sie wollen, dass man nochmal alles macht, sondern ich glaube, ihnen ist eher keine Prüfung eingefallen. Deswegen haben sie einfach nochmal die ganze Insel abwandern lassen. Aber ja, ich verstehe das mit der Vorfreude. Und ich habe auch viele Spiele, auf die ich mich jahrelang gefreut habe. Und sobald es draußen ist, ist die Vorfreude weg. Und das Spiel selber ist niemals, also das, ich habe das halt inzwischen so oft erlebt, dass die Vorfreude oft das Spiel an sich kaputt gemacht hat. Weil ich habe mich mehr auf das Spiel gefreut, als dann das Spiel gut war oder ich es dann sogar gespielt habe. Es gibt Spiele, auf die habe ich mich jahrelang gefreut und habe sie noch nicht mal gespielt bis jetzt. Deswegen, ich versuche es mir so gut wie möglich anzutrainieren, einfach einen krassen Scheiß drauf zu geben. Und dann, wenn es da ist, checken wir es aus. Kingdom Hearts 3. Ich mag die Reihe eh nicht. Da habe ich mich nicht gefreut. Stärke. Matschbombe oder Flammenwurf? 90. 90. Vergiftet, verbrannt. Ja, auch ein Flammenwurf. Ja, Hytera krass am Supporten hier. War klar. Alter. Das war aber nur wegen der Beere so. Das machen wir gleich nochmal. Diesmal machen wir einen Matcha. Freue mich bei Pokémon nur noch auf neue Games wegen Shiny Hunts. Das sowieso. Das sowieso. Ich freue mich nicht auf Story. Ich freue mich auf neue Pokémon-Designs und auf Sammeln halt. Oh, oh, oh. Wie viel ist das? Das ist viel zu viel. Oh nein. Das ist viel zu viel. Hast du dich auf ganze Spielelemente gefreut oder weswegen wurdest du enttäuscht? Meistens sind es Sachen eher, auf die man sich freut und am Ende existieren die Sachen gar nicht. Also zum Beispiel habe ich mich darauf gefreut, dass Gen 1 bis 3 auf die Switch kommen. Dann habe ich mich gefreut, dass man die Legis Shiny Hunten können wird in Gen 9. Dann habe ich mich gefreut, dass sie krasse Abenteuer Terror Raids zurückbringen, weil sie so erfolgreich waren in Schwert und Schild. Und was haben sie gemacht? Nichts. Transferierst du die Pokémon erst auf PK Hex und dann auf den 3DS? Nein. Was? Warum? Transportiere die Pokémon vom Spiel auf Bank? Ich benutze kein PK Hex, das ist Cheat-Software. Wie kannst du das nur fragen? Das war nicht schwer. Bundleby. Dandelby?
Handel bei. Was ist das? Fericum? Feintium? Cuticum? Okay, ich glaube, noch niemand hat ein Herzsymbol so gemacht. Was? Wie umständlich ist das? Jeder weiß, Gen Z, Mann. Gen Alpha? Wer macht's? Gen Alpha oder Gen Z macht es? Gen Z. Was soll ich tun? Hapu. Wir treffen uns auf Kokowai Island. Da gibt's die große Prüfung. Warum willst du irgendwie eine Bombe zünden und dann so wenig Leute wie möglich da? Sie will mich umbringen. Du hast noch nie Boa Hancock gesehen, oder? Meinst du Boa Hancock, die Geliebte von Luffy, Schlangenkönigin? Von was redest du? Oder meinst du den Film Hancock? Ach stimmt, Boa Hancock macht so. Du hast vollkommen recht. Vielleicht ist das das japanische Herz. Wie man in Japan Herz zeigt. Stimmt, die macht ihre Attacke so. True. Trotzdem umständlich. Laubfuchs, du bist ein Krawell. Was wir später noch entwickeln könnten. Mit der Kampf schwer. Ist die jetzt wenigstens mal Level 60? Nein. Kapukime. Sie hat jetzt einfach 4 Kabus. Moment, sie hat Boden-Pokémon. Jetzt kriege ich das Boden-Z. Terricum oder wahrscheinlich so. Terrakium-Z. Ich glaube, sie hat Pampros. Oh, Golgantis. Interessant. Schlecht. Aber ich fliege. Ja, lass Donarium draufgehen, passt schon. Oh. Oh, Golgantis. Golgantis, was ist los? Dann werde ich dich wohl fertig machen. Oh, Golgantis. Ich dachte, du bist stärker. Das ist echt dumm gebalanced. Necrozma auf Level 60 dahin zu packen und dann ein Zwingen hoch zu leveln und danach ist alles 10 Level schwächer als man selber. Das ist so dumm gebalanced vom Spiel. Warum machen die das? Ich habe gar nichts gegen Boden. Doch, ich habe Silvaro. Hm.
Okay, okay. Aber dass sie Pampros schon jetzt rausholt. Wo war das so? In Platin oder in Gen 4, glaube ich. Allgemein war das so, dass die oft ihre besonderen Mons immer für den Schluss aufgespart haben. Oder auch in, mit Megas auch. Wie Beldra. Aber für, ja, weil die Ansicht oben zeigt, dass es das Letzte gewesen wäre. Libeldra. Da knuddeln wir ein bisschen nein. Ich glaube, da Z-knuddel ich sogar. Einfach weil ich kann, einfach weil die Animation geil ist, weil ich einfach Libeldra verschlucken will. Umstülpen will. Einkondomisieren will. Die Knuddelkloppe. Knuddelkloppe. Die herzlichen Knuddelkloppe. Any day now. Gott, die Attacken müssen so lang geladen werden. Die Knuddelkloppe. Erste Z-Attacke. Dann spuckt man's aus. Gastrodon. Eieiei, Gastrodon. Langsam und eine kleine Schwäche gegen Silbaro. Hapu, Hapu. Ich weiß, Hapu, du bist neu bei dem ganzen Ding. Inselkönigin und so, relativ neu. Aber das ist ja nicht gut. Aber du kannst dich bei Necrozma bedanken. Necrozma hat dafür gesorgt, dass ich kleine 10 Level über dir bin. Ja. Terrium. Terrastium. Terrium. Ich hab's überlesen. Wie hieß es? Terrium? Terrarium? Aber da gehören Eidechsen rein. Terrasium. Klingt nach Gartenarbeit. Na, da darf ich jetzt endlich hin. Okay, wir dürfen jetzt endlich ins Schneegebiet. Das heißt, in der Höhle dort finden wir Zhenlong. Aber das war's auch. Ja, nur Zhenlong. Ich habe ja auch schon so gut wie alles andere. Das heißt, wir holen jetzt noch schnell einen Parasek. Ich musste an Nadine the Brain denken. Territokata. Territorium. Terrarium? Kann es ein Geschlecht haben? Bestimmt. Das heißt, wir brauchen auch noch das Knuddeluff. Ich find's so geil, dass einfach Fluffeluff sich entwickelt hat.
Dieses geschändigte Fluffeluff. Noch nie habe ich ein Pokémon so schlecht behandelt. Oh mein Gott. Es ist Gladius. Gladio. Wie, ich habe ein Knuddeluff auf Level 25. Okay. Kleines Handicap. Wir zählen aber in Fluffeluffs, oder? Ich glaube, mein Knuddeluff wird jetzt... Ja, ja, du kannst aufhören zu zählen. Was war jetzt die Endzahl? 33. 32. Aber erstens sind wir fertig, mit den ganzen Pokémon zu fangen. 33, schöne Zahl. 33 Fluffeluff-Tode für den Dex. Wenn es jetzt stirbt, dann ist es nicht mehr lustig. Aber ja, es wird sterben jetzt. Aber das ist Gift. Moment, das macht keinen Sinn. Tüdelü! 34! Ich bin nicht mal geheilt. Oh, hier, 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 hier. Lucario. Mein Amphira ist weg. Erdbeben. In der Höhle kann ich Krabox entwickeln. Ah, stimmt, das hätte ich auch noch mitnehmen sollen. Das ist mein erstes Lucario im Spiel? Stopp. Hallo Shrek. Muss ich nochmal zurück. Oh, jetzt hat jetzt Amagento hat er jetzt. Amagento ist immer noch normal, oder? Solange er es nicht mit dem Stein versieht. Tafel. Moment mal, warum wird mir bei Amagento angezeigt, dass Erdbeben sehr effektiv ist? Das ist das erste Mal, dass ich Amagento sehe, oder? Er hatte doch bisher immer Typ 0. Warum übernimmt der das einfach, weil ich Typ 0 gesehen habe? Oder habe ich schon mal ein Amagento? Ich habe noch nie Amagento besiegt. Vielleicht habe ich Amagento besiegt. Das ist doof. Gegen dich, Steinkante. Hä, was ist der? Ist der Flug? Wenn Steinkante gut ist? Oh, ich bin so blöd. Warum jedes Mal? Jedes Mal. Ich bin so doof. Aber auch interessant, dass der Pokédex das erkennt, ey. Jedes Mal falle ich auf Zeraora rein. Aber interessant, dass der Pokédex trotzdem da durchguckt und sagt, nee, nee, Stein ist effektiv. Eben, weil jetzt steht's nicht da. Das ist normal. Gott, bin ich doof. Hallo, mach Steinkante, bitte. Oh mein Gott. Ist übrigens Feuer, Amagento, siehst du am Kopf? Ah, okay. Weil es rot am Kopf ist. Das war aber Zeraora. Zoroark. Habe ich Zeraora die ganze Zeit gesagt? Okay, jetzt hole ich Krabox.
Okay, okay, AP top, krank. Das heißt, das alles ist im Original auch und nur das mit Ultra Necrozma wurde quasi reingepackt. Und am Ende natürlich noch ein paar Sachen. Aber ich schätze mal, dass an der Stelle, wo wir dann los sind, um die Mutter zu befreien, irgendwie das alles hat gar nicht stattgefunden. Und dann ging es einfach direkt weiter mit der Prüfung. Okay, Krabox. Braucht einfach nur ein Level up. Level 31. Moment, wenn es braucht nur ein Level up, ne? Das heißt, das Elva wird schneller gehen. 31 ist jetzt aber, ich find's komisch, das Schwächere zu Cravello zu machen. Ich glaube, ich mach das Schwächere zu Cravello. Oder es ist doch, ich muss kurz gucken, es ist doch wirklich kein Mindestlevel. Okay, es ist kein Mindestlevel. Ich muss einfach nur draufhauen. Aber zuerst brauchen wir Shenlong. Hallo Faulgott. Auf in den Berg. In den Schnee, in die Kälte. Das ist schon die Höhle. Ich dachte, wir gehen erst durch ein krasses Schneegebiet. Okay, direkt Höhle. Direkt Kampf. Okay, dann entwickelt sich jetzt halt schon mein Krabox. Die Höhle reicht. Oder... Ich schätze mal, die haben alle... Eis. Die Höhle hier reicht. Ich muss nicht irgendwie in einer bestimmten Raum sein. So viel zu Eis. Wir werden es jetzt sehen. Echt, das hat sich auch im Gras davor entwickelt, nicht nur die Höhle. Okay. Es reicht. Krabox, es reicht. Krabox, es reicht. Krabox, es reicht. Nudelhof, es reicht. Calamanero. Geiles Mon. Moment. Stimmt, es stellt sich immer hin. Es wäre cooler, wenn es schweben würde, oder? Oh. Verteidigung steigt. Vollbarock. Oh Gott, warum bist du so dumm? Mach halt nochmal Kraftkoloss. Ass-Trainer. Wohl eher Ass-Trainer. Krabox, chill. Krabox. Krabox ist reicht. Oh mein Gott, Krabox. Blubstrahl? Nein. Alle kriegen Level. Jetzt muss ich aber doch nochmal nach Shenlong gucken, ob ich in einem bestimmten Raum sein muss, aber ich glaube nicht. Und es ist nichts passiert. Mein Krabox hat sich nicht entwickelt. Lügenpresse. Mount Lanakila. Shenlong 10% Ultramond.
Wilde Pokémon, Höhle, Gras. Ja, einfach nur Höhle steht da, also passt. Und dann schaue ich mal Krabox. Hey, Leos meint 00. Hallo Maxi. Gravel, Levelaufstieg auf dem Mount Lanakila seit Gen 7. Auf dem Mount Lanakila. Ich glaube, ich muss oben sein. Soll ich einmal draußen probieren? Auf Mount Lanakila. Ich glaube, die Höhle zählt nicht. Jetzt ist es zu stark, um Level up zu kriegen. Trinken. Endlich denkt mal jemand an mich. Blub, blub, blub. Level 50 haben jetzt hier die wilden Ego-Trip. Geil. Kann auch sein, dass ich auf der Spitze sein muss. Einfach hoch zur Pokeliga und ein Sonderbonbon. Warum Sonderbonbon, wenn ich einfach das hier tun kann? Aber wenn es hier nicht geht, dann muss ich oben sein. Dankeschön. Man darf nicht in der Höhle sein. Man muss auf dem Berg sich befinden. Man darf sich nicht im Berg befinden. Man darf nicht in den Berg eindringen. Man muss sich auf den Hügeln, den voluminösen Hügeln von Mount Lakinala Dings da befinden. Es sieht schon süß aus. Es ist so dieses hässliche Süß. Ich könnte noch viel mehr sagen, ich trau mich nicht. Es ist so dieses hässliche Süß. Oder? Es ist so hässlich, aber es ist auch irgendwie wegen der Frisur so hässlich süß. Ice Heap? Niemals. Okay, bringen wir es zurück. Ich habe keinen Bock, jetzt Sound Level Ups zu sehen. Oh. Besser bald. Fluchtseil, gut. Oder warte, gehen wir nochmal rein. Oh, wir bekämpfen eh nix. Und ist Knuddeluff schnell genug, um die ganze Zeit wegzulaufen? Ansonsten muss Knuddeluff sterben. Und dann ist es 34. Die da oben kann mich sehen von hier unten. Diese kleine flauschige Spinne mit den Glubschaugen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Keine ich weiß, welche du meinst. Und es, diese kleinen Sprungspinnen, die sehen schon ein bisschen süß aus. Aber nee, 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 nee. Nee, 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 du kannst jetzt nicht mit einer Spinne kommen. Es sieht einfach aus wie so eine riesige Krabbe, die halt ein bisschen zu oft auf den Kopf gekriegt hat und jetzt ein bisschen dumm dreinblickt, aber immer noch süß ist. Also. So, 10% Zenlong. Und dann 67% Männchen. Was ist hier los? Knuddeluff ist nicht schnell genug. Parasek wird auch nicht schnell genug sein. Lass mich gehen. Töte mich, bring's hinter dich oder lass mich gehen. Warum leuchten heute nicht die Augen vom Pokédex, dass ich irgendein Item kriege? Ist irgendwie doch nicht alle 24 Stunden. Da ist es! Das ging schnell.
Männchen, 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 Männchen. Yes. Easy. Es sieht so cool aus. Bis es angreift, dann sieht es ein bisschen lächerlich aus. Chill, 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 jetzt. Chill, 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 chill. Lass mich eine Pilzspore machen. Schüttel deinen Speck. Oh, wie es die Augen zumacht. Vielleicht guckt es immer noch. Vielleicht ist es wach, aber hat einfach nur seine Augenbrauen runtergestülpt. So, mein Trugschlag ist auch sicher richtig kacke. Aber ich... Oh mein Gott. Ja, dann... Ein Raub? Ich will wenigstens gelber Bereich. Das ist ein Drache. Die Catchrate von Drachen ist nie gut. Nicht aufwachen. Wutausbruch von Zen Longwerk? Nein, 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 nein. Ein Bodyguard? Okay. Well. War Bodyguard nicht, dass ich jetzt... Oh nein! Scheiße. Tja, wie es fliegt. Es fällt einfach wie ein Stein. Warum kann es überhaupt fliegen? Okay, es kann wahrscheinlich. Es ist ein Drache. Trotzdem. Scheiße. Dann werden jetzt Bälle geschmissen. Und alles wird gut. So, mehr können wir jetzt nicht fangen. Ah doch, wir können gleich wahrscheinlich zu dem da. Zum Blauen. Glurak schaut neidisch auf Zenlong. Ich finde es cool, dass Glurak kein Drache ist. Dann ist Glurak was Besonderes. Wenn Glurak ein Drache wäre, erstens wäre es viel zu stark. Und zweitens wäre es dann nichts Besonderes mehr. Es wäre einfach nur ein Drache. So, dann lege ich kurz das Zeug weg, weil ich glaube, hier sind einige Kämpfe. Das Zeug lege ich weg. Meine Fang-Pokémon lege ich weg. Und hole sie wieder, wenn ich zu Koriogel komme. Das Blaue, was glaube ich woanders ist. Aber ich weiß, ich glaube, keine Ahnung. Ich werde heute noch Koriogel fangen. Hat sich gelohnt. Gott, es werden jetzt so viele Ast-Trainer und Veteranenkämpfe da drin, oder? Das ist doch jetzt die Siegestraße. Soll ich Topschutz anmachen? Ich meine, ich bin doch stark genug für die Top 4 Dings, Top 8. Was ist das hier? Naja, schauen wir mal. Hallo Gennen. Oh Gott, ich nehme Topschutz. Das nervt mich jetzt schon. Vor allem, weil es die ganze Zeit eh nur Golbert sind. Und das Ding.
Ich finde Dramper. Aber heißt es Dramper, Drumper? Aber was soll Dramper sein? Dragon? Ha. Ich finde Zenlong cooler. Weil Grandpa, keine Ahnung, Zenlong wirkt so. Dragon und Grandpa? Ach so, stimmt. Grandpa. Oh, dann ist das M komisch. Grandpa. Komm. Wir brauchen das Geld vielleicht. Wir brauchen die XP vielleicht. Grandpa. Okay, Grandpa ist doch lustiger. Wenn es wirklich Grandpa ist. Achso, weil du sagst, du schreibst zwar Grandpa, aber du sagst Grandpa. Grandpa. Deswegen Grandpa. Ja. Grampy. Grandpa. Okay, der Name ist so viel besser. Ich muss sagen, mein Amphira ist, glaube ich. Alle in meinem Team sind eigentlich sackengut, außer Silvaro. Immer wenn ich Silvaro rufen muss, dann bin ich nicht so überzeugt. Pixie? Oh, 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 oh. Ja, Pixie. Es fehlt bei dem Long eine Vorentwicklung? Nee. Es steht als einzelner Kämpfer. Der kleine Grandpa. Grandpas haben keine Vorentwicklung. Grandpas existieren einfach auf einen Schlag. Schluck. Zermürben ist so ein geiler Name für eine Attacke. Einfach so zermürben. Viscogon. Wir sehen hier so viele neue gute Pokémon. Also die ich noch nicht hier gesehen habe. Wir knuddeln dich, Viscogon. Oh ja, jetzt hier kommen auf jeden Fall die knallharten Mons. Was für Gen 7 Mons haben wir noch nicht gesehen, die wahrscheinlich... Ja, irgendjemand wird einen Grandiras haben. Irgendjemand wird Raichu haben. Irgendjemand wird einen Moruda haben. Fortunator wird wahrscheinlich auch, aber das sind alles, ich glaube, Moruda haben wir noch nie gesehen, aber ich habe es gefangen. Es gibt nicht wirklich Mons, ja doch, hier Frubaila, Fruyal. Fruyal haben wir, glaube ich, noch nie im Kampf gesehen. Haben wir Wolverok schon mal im Kampf gesehen? Ich glaube schon. Tukanon haben wir, glaube ich, noch nie in einem Kampf gesehen. Es gibt schon ein paar Gen 7, es gibt so 3, 4. Kolossal haben wir, glaube ich, noch nie im Kampf gesehen. Es gibt so ein paar Mons, die sie jetzt noch hier rausholen werden wahrscheinlich. Quartermark haben wir, glaube ich, in einem Kampf schon mal gehabt. Achso, ne, ah. Doch, ich glaube schon, weil wir uns dann... Wobei, nee, stimmt, bei Quartermark haben wir uns nur gefragt, warum... Warte, ich wollte Ding anmachen. Warum Kommandotan und dann Quartermark im Pokédex-Eintrag ist, als ob es die Entwicklung wäre. Das ist so komisch gemacht im Spiel. Du fängst Kommandotan und dann wird dir angezeigt, dass danach Quartermark kommt. Und es wirkt so, als ob es eine Entwicklung wäre. Also man könnte denken, wenn man es nicht weiß, dass Kommandotan sich zu Quartermark entwickelt. Was haben wir hier? Ist das einfach nur eine Abkürzung? Ja.
das Pendant dazu. Kommandutan. Ich glaube, wir haben beide schon mal im Kampf gesehen. Talia Dreitschu. Ja. Jace, wie heißt dieser Name? Jacek? Jakek? Reinikant. Vor dem habe ich Angst. Ich habe sogar nochmal nachgeguckt, ob das nicht wirklich eine Entwicklung ist. Nee, es wird auch null, also nicht, dass jede Entwicklung Sinn ergibt, aber es wird keinen Sinn ergeben, dass sich Kommandotan zu Quartermark entwickelt. Die sehen so, es sind zwei komplett verschiedene Mons, aber also Gegensätze voneinander. Deswegen passt es ja, aber das haben sie einfach... Sie wollten wahrscheinlich einfach zeigen beim Pokédex, dass es da noch was anderes gibt, was damit zu tun hat. Aber das macht halt keinen Sinn, wenn es eigentlich immer die Entwicklung zeigt. Oh, Machomai. Mit Tauros und Miltank ist es genauso. Echt, wenn du hier Tauros fängst, wird dir auch Miltank angezeigt. Ja, dann haben sie es halt so gemacht, dass die was miteinander zu tun haben und Entwicklung werden immer zusammen angezeigt. Aber es ist halt verwirrend. Dann sollte man halt zwischendrin Pfeile machen, um zu sagen, das ist die Entwicklung, das andere ist einfach nur, um es euch zu zeigen, wie cool es ist. Okay. Moment, ich kann hier durchlaufen, wenn die alle... Ich will nicht durchlaufen, ich muss leveln. Ich probiere es einmal. Ho, ihr Loser! Will ich gegen die vier kämpfen? Nee, es dauert so lang. Was? Okay, ich kämpfe gegen die. Jetzt schon? Cool. Das sieht cool aus. Das ist ein cooler Moment. Ich habe es gerade nicht kommen sehen. Ich dachte einfach nur, wir gehen jetzt hier durch und dann... ist oben der Cutscene. Aber dass jetzt hier einfach der Crossmo abgestürzt ist, ist deswegen der Krater hier? Das ist cool. Das ist cool. Ja, jetzt habe ich aber meinen Parasect nicht mehr dabei. Wir probieren es trotzdem einmal so. Okay, das heißt, wir können jetzt nachschauen, was die Catchrate ist. Die Catchrate von dem liegt, glaube ich, bei 8%. Also es ist ein bisschen ein Witz. Das geht so nicht. Zekrom, nicht Zekrom. Ich will immer Zekrom sagen. Necrozma. Necrozma. Ich schätze Level 60, weil wir es auf 60 bekämpft haben, aber das Level ist eh egal. 12%! 12%. Er ist nur perfekt im Krater gelandet, kann ja sein. Gute Landestation. Landebahn. Ein XP, ein HP, 27%. Würde es auch noch schlafen, 53%. Ich glaube, das ist mehr als Xerneas und Yveltal. Aber vielleicht doch exakt gleich viel. 54%. Okay, wir probieren es jetzt ohne Parasect, also ohne Einschläfern. Ich hau einfach mit meinem Pokémon drauf, hoffe es nicht umzubringen und dann schmeiße ich Bälle. Wie weit kann ich gehen? Soll ich mitzählen? Also bei 12% muss ich, glaube ich, keinen Counter machen. Ich glaube, wir können mitzählen. Okay. Mal schauen. Sieht schon cool aus. Ich bin auch zufällig die allererste Person, die hier oben ist. Und diese 5 Black Belts da draußen haben nicht mitgekriegt, dass hier einfach eine Bestie abgestürzt ist. Du sagst 7 Bälle. Mal schauen.
Willst du das Licht deines Z-Kraftdrinks auf Necrozma richten? Nö, ich will einfach einen Pokéball schmeißen. Okay. Ich schmeiß doch einen Pokéball. Lino? Warum denn Lino? Kann man die Ultrabestien so oft fangen, wie man will? Ich glaube nicht. Einmal. Legends. Okay, geile Musik. Okay, will ich vergiften oder verbrennen eher? Machen wir... Ich bin genauso stark, Level 65. Eigentlich will ich eher verbrennen, wenn... Okay, okay, okay. Ich guck nur ganz kurz ungefähr, wie viel das jetzt ist. Das scheinen jetzt 24% zu sein. 24%. Die Musik ist nicht schlecht. Also vier Bälle scheint sehr logisch, aber es kann alles sein. Nummer 1. Es ist traurig. Die Pokémon-Welt ist traurig. Auch in Alola ist es nicht besser geworden. Das Story-Ding. Ich meine, es ist gerade halbtot abgestürzt in einem Krater. Und wir haben es aufgepäppelt, um dagegen zu kämpfen. Aber es kann nicht sein, dass ich eine Bestie, gegen die die meisten Trainer einfach versagen, dann in einem Pokéball fange. Schade. Ja, wir müssen hoffen, dass alle anderen Legis, die haben definitiv eine schwerere Catchrate. Aber ich glaube, selbst die war, glaube ich, bei 3%. Oder sogar 8%. Nee, ich glaube 3%. Bei vollem Leben. Aber das ist doch traurig. Das ist doch traurig. Einfach einen Ball schmeißen und es bleibt drin. Oh Mann, Necrozma. Wo kriege ich jetzt einen Stein her? Das ist ein gutes Bild. Sieht aus wie so ein... Wie so ein Stance von Dio. Von, wer ist es? Warum fällt mir der Name von dem Anime nicht ein? Dio! Eine Mikrobestie. Koplosio und Muramura nur zweimal, der Rest ist unlimited. Echt, man kann die Ultrabestien mehrmals fangen? Ich kann 10 Moskitos fangen? Es hat einen Z-Kristall fallen lassen. Okay. Das war dann doch einfacher zu finden. Stimmt, die sind ja auch noch da. Der Pieper, der die ganze Zeit piept. Ich möchte mir etwas schenken. Noch mehr Ultrabälle. Es ist ganz simpel und doch genial. Die Maschine kann die Crossman mit dem legendären Pokémon Solgaleo fusionieren. Ja, okay. Der Akromat 1198. Necrosol. Seht ihr, ich hab das Necrosol gekriegt, aber ich sollte das Necronok bekommen. Oder? Ich sollte doch... Lunala. Achso, Necrolun. Ah, ich krieg beide. Okay. Dachte mir gerade, habe ich das Falsche gekriegt? Gibt es Ultra Necrozma nur, wenn man es fusioniert hat? Oder kann man Necrozma immer zu diesem Ultra-Bestie machen? Muss es fusioniert sein oder kann ich einfach setten?
kann man Ultra Necrozma überhaupt haben? Im Kampf halt, so wie jede Z-Attacke. Das ist halt. Es ist halt, du hast halt das Z-Kristall ausgerüstet und wenn du dann die Z-Attacke machst, wird es zu Ultra Necrozma und macht die krasse Attacke. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Erneut einsetzen, jawohl. Ich gehe gerade. Ich habe das Gefühl, das ist nicht. Wo gehe ich hin? Sehr gut. Sehr gut. Hier hast du Shiny für Nonta bekommen. Ich gehe gerade allen aus dem Weg. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo es noch Items gibt, aber ich glaube, ich bin gerade weitergegangen. Ah, ne. Oh, krass, krass. Okay, der ganze Weg nur deswegen, sehr gut. Ah, das wollte ich. Dünn. Man muss fusionieren und dann mit dem Z-Kristall ausrüsten. Das ist dann wie eine Mega-Entwicklung. Ja, okay. Aber egal, was du fusioniert hast, es sieht gleich aus, oder? Also ne, ob Morgenschwinge oder Abend irgendwas. Das ist immer das gelbe Ultra Necrozma. Wäre halt geil, alle vier Necrozmas auf Home zu haben. Ja, aber das ist nicht die Regel von Home. Halt, Necrozma kann ich abstempeln. Sammler, das bin ich, Stanley. Florges. Oh, ein weißes sogar. Warum gibt's nicht Trainer, die Shinies haben? Geskriptete Trainer, die einfach Shinies haben. Warum nicht? Es wird doch Trainer in der Pokémon-Welt geben, die Shinies gefunden haben und damit kämpfen. Irgendwo gab's es doch. Ich glaube, einmal erinnere ich mich. Dass jemand im Kampf ein Shiny hatte. Es gibt super viele Fan-Mods oder halt Fan-Games, wo Shinies bei Trainern vorkommen. Aber ich glaube auch, einmal regulär ist es passiert hier. Runny, dankeschön für 53 Monate. Danke. Na, Morgenschwinge und Abendmähne müssten doch eigenständige Pokémon sein, oder nicht? Ist halt, ja, ist halt eine Fusion. So wie Calyrex und Phantoros. Oder Calyrex und Apolaros. Oder White Kyurem und Black Kyurem. Das sind halt Fusions. Die Zeit vergeht. Vor allem steht da 53 Streak. Das heißt, niemals hast du auch nur zwischendrin kurz gezweifelt.
Geht's hier weiter? Ja, dann gehe ich nochmal in die andere Richtung. Das sieht aus nach Ende. Ja nicht. Was kann ich sagen? Dass du so böse auf mich bist. Rani, lass mal zusammen auf ein Rammstein-Konzert gehen. Gemeldet. Leos Mind wurde gemeldet. Stopp, warum bist du schneller? Ich bin eine Eule. Zuerst in die andere Richtung. Ist das eigentlich der, das ist ein Eboli-Stein? Das hatten wir auch noch nicht. Konnte man das Arceus aus Gen 4, wo man sich hinglitscht, nach oben transferieren? Verox, ja, das war doch der Grund vom Video. Ich würde doch nie ein Video machen, wenn man das nicht auf Home transferieren könnte. Das ist doch der Grund, warum man den Glitch macht. Nur deswegen kannst du es transferieren. Weil du den Glitch machst. Dafür ist der Glitch da. Taylor, du bist ein Geosali. Ich weiß nicht, was kommt. Vierer. Good job. Ui, nice. Geosali. Boah, das geht noch besser. Da kriegst du morgen was Besseres. Milotic, Milotic. Klingen das Laub. Eieiei. Der Crossman hat alles kaputt gemacht. Die Kämpfe waren so herausfordernd. Und dann kam der Crossman. Der herausfordernde Kampf. Und jetzt ist alles Hippifax. Ich war hier noch nicht. Was ist das? Glacium, Glacium, Glacier, Glacium. Wie viel Zeit? Ich habe, glaube ich, schon sau viele Z-Kristalle. Ich glaube, mir fehlen echt nicht viel, wenn ich hier durch bin. Ich glaube, es ist auch der Sinn davon, dass man alle kriegt. Vielleicht fehlt mir sowas wie halt Alola Raichium oder sowas fehlt mir noch. Oder Randiricum oder wie es heißt. Die fehlen mir dann noch. Das heißt, ich habe alles hier. Jetzt kann ich nach oben. Drei Trainer auf einmal, glaube ich, besiegen. Zwei. Doppelpack. Okay. Veteran und Ace-Trainer.
Ardo, habe ich jetzt Denarium und Ampros, das wäre perfekt. Oh, sogar auch ein Denarium. Ich glaube, es ist das erste Denarium, was wir sehen beim Gegner. Ah, ich habe genau die falsche Kombi. Egal, ich mache trotzdem. Das mache ich trotzdem. Nix. Phenontor, Schwebphenontor. Da steht nur effektiv. Achso, wegen Eis. Oh, ist alles schlecht. Egal. Das sind, glaube ich, die letzten. Oder kommt Tali noch? Ah, kommt Tali noch? Blizzard geht daneben. Achso, nur Denarion. Oh, Silvaro. Oh, Silvaro. Oh, Silvaro. Ist okay. Jetzt, das ist die Kombi, Mann. Weil Denarion schwebt, ne? Bei Erdbeben ist... Aber ich komme sicher nicht zuerst dran. Der macht zuerst Schaufler. Wenn ich jetzt Erdbeben mache und der andere ist gerade im Schaufler drin, dann ist mein Denarion so weg. Oder gilt Schwebe auch, wenn es Schaufler macht? Niemals. Das wäre so unlogisch. Das wäre interessant. Schaufler, genau. Und dann komme ich mit Erdbeben. Aber Erdbeben ist tatsächlich richtig dumm zu machen. Phenontor ist noch nicht mal weg davon wahrscheinlich. Jetzt weiter Erdbeben. Oh Gott, der Sandsturm. Oh! Schere. Steinhagel geht auch auf beide. Dann mache ich Steinhagel. Schwebe. Oh Gott, jetzt sehe ich, ob Erdbeben und Schaufler zusammen. Schwebe von Denarion wirkt, obwohl mein Denarion gerade unter der Erde ist. Boah, ich hätte gedacht, Schwebe wirkt dann nicht. Boah, es ist dumm. Das ist doch dumm gemacht. Mein Denarion sollte so tot sein. Erdbeben sollte... macht doppelt so viel Schaden auf jemanden, der gerade Schaufler macht. Und Schwebe sollte nicht wirken. Das macht gar keinen Sinn. Aber okay, okay, okay. Wie viel Pokémon haben die? Oh! Sweet. Und jetzt noch irgendwas Geiles auf Vostelka. Was mache ich denn gegen Vostelka, ey? Tot sein. Tot sein werde ich. Stein. Stein schlecht gegen Stahl. Ah, Stein schlecht gegen Stahl. Ich mach's trotzdem. Okay.
Der Kampf kann echt hart sein, wenn man nicht so überlevelt ist wie ich. Das ist mieser Kampf wie immer. Am Ende der Siegestraße immer mieser Kampf. Und jetzt kommt noch Tali, schätze ich. Ist immer so. Ende der Siegestraße, Tali. Rivale. Ende der Siegestraße. Komm. Hier ist nicht wirklich Ende. Tali-Bär. Wo ist Tali? Kein Tali. Kein Tali. Kein Tali. Okay. Dann. Ich glaube, er kommt noch. Er ist wahrscheinlich oben und sagt: Ich habe schon alles gemacht. Hier, lass uns kämpfen. Komm, ich habe ewig nicht mehr gegen den gekämpft. In Gen 6 kommen ständig Rivalenkämpfe. Und in Gen 5 auch. Und in Gen 4 weiß ich nicht mehr. Gen 5 und Gen 6 hat so viele Rivalenkämpfe. Und hier. Wie war der Necrozma-Kampf letztendlich? Ein Witz. Mit meinen Pokémon, die alle so Level 60 bis 62 waren, habe ich einfach zwei starke Attacken gemacht. Einmal Schattenfessel und einmal Knuddler. Und Necrozma Ultra war weg. Also ich weiß nicht, ihr habt mir Angst gemacht. Ich war halt unterlevelt, dann habe ich mich auf das Level von Necrozma gebracht und dann war es weg. Einfach tot gemacht. Ich habe es auch gefangen in einem Ball danach. Ich habe es gerade in einem Ball gefangen. Und keine Ahnung, was die Leute da machen, dass sie so verzweifeln gegen Necrozma. Aber wenn du denen die richtige Attacke machst, ist es eigentlich, dass der Schaden war sau hoch, den ich gemacht habe. Okay, das ist die volle Power von diesem Veteran, der die ganze Zeit gegen mich kämpfen will. Okay, schauen wir mal. Hat der 6 Pokémon? Hä? Achso, wenn ich alle was? Achso, die so aussehen wie er, muss ich alle besiegt haben. Okay. Ja, das sind noch ein paar. Uiuiui, okay. Was kriege ich von dem? Ich muss doch irgendwas Geiles dann von dem kriegen. Geile TM. Entwickelst du Venikro Usum? Ist Freundschaft, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, ob ich es jetzt hier entwickle oder in Schwert und Schild, das ist beides Freundschaft, oder? Aber in Schwert und Schild habe ich vielleicht noch Beeren, die ich benutzen könnte. Na, bitte nicht. Miniko braucht eine Attacke und dafür brauchst du die Schuppe. Die der Typ mir gibt. Okay. Dann mache ich es hier. Ich wusste gar nicht, das muss ein. Also Miniko muss ein Item tragen und Freundschaft. Der Necrozma-Fight an sich stört mich jetzt nicht mehr so, weil er ist auf jeden Fall machbar. Ich dachte, er wäre viel schlimmer. Mich stört nur, dass der Necrozma-Fight einen zwingt, seine Pokémon auf Level 60 zu bringen. Und jetzt war alles ein Witz, weil ich komplett überlevelt bin. Necrozma ist 60 und alle Pokémon, die du danach jetzt bekämpfen musst, sind Level 50. Hier, Kikui, den ich jetzt bekämpfen muss, wahrscheinlich ist auch hat Pokémon Level 50. Und ich bin halt Level 65 jetzt und mache alles fertig. Deswegen ist Necrozma dumm gemacht. Wenn jetzt danach alles Level 70 wäre, okay. Das wäre ein bisschen krass. Die stärksten Kämpfe ever. Ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, welcher Typ. Du hast gesagt, du brauchst die Schuppe. Ich habe gerade gefragt, was gibt mir der Typ, der da steht, wenn ich ihn bekämpfe? Und hast du gesagt, du brauchst die Schuppe. Also dachte ich, der Typ gibt mir die Schuppe. Aber ich weiß nicht, von welcher Schuppe du redest. Du brauchst die Schuppe für die Attacke, um die Attacke zu lernen, die Veniko braucht. Okay,
Wo ist die Schuppe? Welche Schuppe? Herzschuppe. Ach so, eine stinknormale Herzschuppe. Ich habe eine Herzschuppe. Wo ist eine Herzschuppe her? Habe ich im Verlauf der Story gefunden, einfach rumliegen. Ich kann mich erinnern. Ich kann gleich mal gucken. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, oh krass, Herzschuppe, brauche ich die? Ist das jetzt hier quasi die Top 4 von diesem Gebiet? Das sind aber, glaube ich, mehr als 4 Kämpfe. Ich glaube, ich habe irgendwo auf PokeWiki gesehen, dass es 6 oder 8 waren. Bin gespannt. Halt, ich muss noch... Ich gebe meinem... Allgemein kann ich jetzt mal Pyrium. Amphira kriegt wieder Pyrium. Und Terrarium kriegt jetzt mein... Ich könnte jetzt einfach mit Necrozma. Das finde ich immer dumm, wenn man Legis fängt vor den Top 4, weil dann kann man einfach mit einem Legi in die Top 4 gehen. Das machen wir aber nicht. Terrarium auf Pampros, jawohl. Ansonsten stimmt, glaube ich, alles. Glaceum, Silphium, Volvoricum. Noctium? Nee. Okay. Ich will noch gucken, ob ich die Schuppe habe. Herzschuppe. 2 Stück. Du hast keine gefunden, ich habe 2 gefunden. Ich habe nur die Story gespielt, wie du gesehen hast, und habe einfach jedes Item aufgesammelt, das ich gefunden habe. Und da waren 2 Herzschuppen anscheinend dabei. Jetzt die Top 4. Ich dachte, es sind keine Top 4. Ich dachte, es ist das erste Spiel, wo es keine Top 4 gibt. Ich glaube, sie nennen sich nur nicht so, aber es sind, glaube ich, mehr als 4. Mal schauen. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, okay. Gestein. Psycho? Normal? Normalgestein? Ist das Psycho oder Gift? Nee. Und Pflanze. Also früher musste man ja noch raten, was das für einer ist. Und jetzt steht ein fettes Symbol über der Tür. Ich meine, in Gen 6 war es auch nicht so schwer, weil einfach die ganze Arena danach aussah, aber... In Gen 1 und so... In Gen 2 muss man wenigstens noch gucken. In SM war die Hälfte der Top 4 einfach Inselkönige. Sind es hier wenigstens neue Charaktere? Ich glaube, es ist einmal der Papa von Tali. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Mehr weiß ich nicht. Okay, wir machen als erstes normal. Und dafür nehme ich jetzt einfach Pampros, weil das Kraftkoloss kann. Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Tränke und so holen sollen, ich Blödi. Ich habe jetzt gar nicht... Oh, jedes Mal bereite ich mich nicht drauf vor. Diesmal habe ich wenigstens keinen VM-Sklaven dabei. Was hier gar nicht geht. Okay, machen einfach von links nach rechts. War es trotzdem falsch? Ist es Stahl und nicht normal? Also, ist es Stahl und nicht normal? Pflanze war falsch? Das war grün und ein Blatt. Okay. Ich nehme mal zur Vorsicht.
Am Vierer ist eh das Stärkste. Das war eine Feder, eine grüne Feder. Hallo. Ist das jetzt normal oder Stahl? Weil Stahl ist auch dieses Symbol nur... Normal ist eigentlich ein Kreis. Und Stahl ist eigentlich... Stahl hat eigentlich noch so ein Zeichen drin, aber... Es sieht mir eher nach Stahl hier aus. Aber Pampros wäre genauso gut gegangen bis Boden. Mal schauen, ich versuche taktisch zu kämpfen. Ich versuche jetzt gut zu kämpfen, damit ich keine Items benutzen muss. So, Top 4 Musik. Wie ist das hier so? Okay, okay. Okay. Marlon. Ich glaube, es ist Stahl. Nicht Matschbombe am Vierer, nicht Matschbombe machen. Mal schauen, wie viele Pokémon jetzt vorkommen, die ich noch nie hier gesehen habe im Spiel. Hast du Robustheit? Nein, du hast einfach nur Lacker. Wirkungslos, nein, ich will, nein. Ich hab nicht nach. Okay, ist eh Top-Genesung. Ah, blöd. Wie ich einfach Drache mache. Ich denke mir noch, nee, kein Gift, das ist eine Fee. Beziehungsweise kein Gift, das ist Stahl. Ach Gott, ich muss ja Flammenwurf machen, krass. Ich spam Tränke wie irre. Die Musik ist ein bisschen anstrengend. Ist okay, soll ruhig Tränke spammen. Das wird nervig. Warum setzt du zweimal Stachler ein? Dass es überhaupt geht. Vielleicht setzt er ja noch Tränke ein. Digdri, jetzt müssen wir wechseln. Das ist aber Alola Digdri. Fabulous. Ja, die Musik ist geil. Also die Musik ist, ich muss sagen, Hut ab. Die Musik ist mal eine besonderere Top 4 Musik. Aber sie ist ein bisschen stressig. Ist Kraftkoloss sich sogar besser? Aber es ist nur ein Digdri. Passt schon, ich muss nicht Kraftkoloss einsetzen. Kraftkoloss hat keinen Spam, keinen Stab. Das darf nicht wehtun. Das ist nicht He-Man, das ist Prinz Eisenherz. Das ist ein Prinz Eisenherz über die Jahre. Metagross, schwebst du? Ist das dein letztes? Ist das dein stärkstes, das du einsetzt? Mache ich jetzt Geist-Z-Attacke oder Feuer? Aber Amphira ist paralysiert. Wir machen Geister. Wahrscheinlich ist der Varro langsamer als Metagross. Ja, ich muss auch sagen, der OST von Gen 7 ist nicht schlecht. Es ist jetzt wie immer kein Meisterwerk. Es gibt einzelne Stücke von älteren Gens, das sind echt Meisterwerke, so Deoxys und so, finde ich. Hier war jetzt kein Meisterwerk dabei, aber sie ist allgemein, finde ich, echt positiv. Ich bin schneller? Redface, du fragst, wie ich das Aurora-Ticket bekommen habe. Mit dem Pomeglitch.
Hast du nicht. Aber Aurora-Ticket. Du weißt schon, Aurora-Ticket ist Latios und Latias. Also du verwechselst Aurora-Ticket mit. Ne, Aeon-Ticket ist Latios und Latias. Aurora-Ticket. Ist Aurora-Ticket Deoxys? Heißt es Aurora-Ticket? Deoxys. Ja, musst halt ACE machen. Arbitrary Code Execution. Dann kommst du auf die. Es ist wie bei Smaragd, nur anders. Musst du Tutorials suchen für. Magnezone. Bisher kein neues Mon, was der hat. Magnezone kennen wir auch schon. Und kein Gen 7 Mon, oder? Robustheit, immer diese Robustheit. Still. Aber warum war ich schneller? Mein Amphira ist schneller paralysiert als Magnezone? Das hat Donnerblitz gemacht. Also ich habe das schon so oft gesagt, dass Paralyse nicht. Ich habe schon so oft gesagt, dass Paralyse nicht garantiert, dass man als zweites angreift, sondern es lowert den Speedstat. Wieder ein Beweis dafür, dass es wirklich so ist. Es lowert den Speedstat. Es sorgt nicht dafür, dass ich langsamer bin. Es sorgt dafür, also langsamer als der andere bin. Ich bin einfach schneller mit Paralyse als Magnezone. Okay, Mist. Nicht nochmal Robustheit. Aber das hat nichts gebracht. Außer AP-Verschwendung. Redface, du musst für Feuerrot und Blattgrün ACE musst du den Pomek-Glitch machen auf Smaragd. Und dort quasi dir Pokémon machen, die du dann rüber tauscht auf Feuerrot oder Blattgrün. Mit diesen geglitschten Mons kannst du dann in Feuerrot und Blattgrün etwas machen, um ACE hervorzurufen und so bekommst du dann was immer du willst. Also du musst Smaragd und Feuerrot und Blattgrün verbinden, quasi den Pomek-Glitch von Smaragd erweitern auf Feuerrot und Blattgrün. Aber da gibt es Tutorials für, die du einfach nachmachen kannst. Okay, heilen, heilen, heilen. Aber war nicht schlimm. Hab ich keinen Hyperheiler. Oder einen Paraheiler. Top-Trank, 6 Stück, Hypertrank, 4 Stück. Dreck aufbrauchen. Erst mal Smaragd soweit bekommen. Also du kannst Smaragd locker durchspielen, du darfst halt, du solltest halt nicht, selbst das kannst du machen, aber du solltest halt nicht die beiden Pokémon Minun und Samurzel dir holen. Die solltest du dir erst holen, wenn du dann den Glitch machen willst in Smaragd. Ansonsten kannst du, glaube ich, aber ich sag's im Video. Ansonsten kannst du in Smaragd alles machen, was du willst. Gesteinskammer.
Sie haben wir schon mal bekämpft. Sie ist nicht neu. Hab den Pokédex in Pela endlich vervollständigt. Jetzt geht Shiny Hunt weiter. Also alles auf Level 10. Und jetzt Schillerpin. Sehr, sehr gut. Mit was fangen wir an? Schau, wie schnell du das jetzt gemacht hast. Es gibt ein paar Mons, die gemein sind, wenn man die nicht von Anfang an beachtet, wie Porygon Z oder sowas. Oder Porygon, weil du machst dein Porygon sofort zu Z und dann vergisst du, ah Mist, ich brauche noch ein Porygon, um das auf Level 10 zu bringen. Aber wenn du das von Anfang an beachtest, das ist auch nicht schlimm. Also wie immer in Legends sind die... Aus den Zeitsprüngen sind die Pokémon am schwersten. Also du solltest mit Laubklinge sowas von weg sein, oder bist du ein Käfer? Bist du Gesteinwasser oder Käferwasser? Du bist Käferwasser, gell? Ich mach's trotzdem. Gut genug. Hallo, 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 hallo. Warum so stark? So spät haben die noch. Ich krieg manchmal Pakete um 21 Uhr. Wolverock, Wolverock. Ist das das erste Wolverock, was wir im Spiel sehen? Also von einem Trainer? Nee. Nee. Aber niemand hat das Special Wolverock, oder? Das, was ich hab. Warum hat die das nicht? Das wäre doch mal cool, das hierher zu zeigen. Brokkolos, auch geschenkt. Letztes Voluminas. Ugh. Hat er Schwebe? Schwebt Voluminas? Ich sag ja. Ich nehme Amphira. Was? Ist das nur Gestein? Hä, ja, das ist ein Magnet. Das muss Stahl sein. Ist das nur Stein? Hä? Das war viel zu schwach. Ist schon wieder paralysiert, Amphira, Mann. Amphira. Hä, bist du nur Stein? Ist doch Stahlstein. Es wird nichts. Das war ein Volltreffer, wow. Magneson schwebt auch und hat keine Schwebe. Ja, ja, ich weiß schon, dass es nicht... Es kann trotzdem sein, dass Voluminas Schwebe hat. Dann mache ich jetzt Erdbeben. Oder Kraftkoloss. Aber das ist doch Stahl. Das ist Magnet. Lumina schwieriger als Necrozma, halt echt. Wheelie. Wheelie. Ich sag Wheelie. Wheelie ist... Gestein...
Es ist eben kein Wasser, es ist Gesteinpflanze, ne? Obwohl Wheelie im Wasser ist. Also es kommt im Wasser vor. Aber es ist Gesteinpflanze. Was ist eine Unterwasserpflanze? Gesteinpflanze. Komm, Donarion hat noch nichts gemacht. Es ist Stahlgestein. Warum hat er einen Flammenwurf so wenig gemacht? Ultra wenig Schaden gemacht. Wir gehen richtig drauf. Wir gehen richtig drauf. Zed. Happy, du bist ein Bronzong. Happy Bronzong. Ist aber auch geil, dass ich selber sage, dass es Pflanze ist und ich habe gerade gedacht, ist ja Wasser. Ich habe es mir selber dreimal vorgesagt und ich denke mir dann, dann mache ich Elektroattacke. Eigentlich wollte ich Kreuzschere machen, deswegen habe ich den gerufen. Was halt auch, doch, das ist sehr effektiv. Ja. Sag nicht Fliege, das ist keine Fliege. Das ist ein cooler Skarabäus, keine Ahnung. Es gibt doch bestimmt so Käfer. In Australien. Ich könnte auch schnell. Ich brauche eine Spezialattacke, Käferattacke für den eigentlich. Ich meine, jetzt ist eh vorbei, aber. Ich hatte keine TM mit einer geilen Käferattacke. Irgendeine Käferattacke, die spezial ist. Come on, er ist langsamer. Jetzt langsamer. Soll ich damit auch mal anfangen, mich mit zu heilen? Ich rufe gleich ein anderes Pokémon. Ich will doch meinen, dass mein Donarion auch mal Spaß hat. Aber okay, rufe ich halt ein anderes Pokémon. Australien ist der Dark Continent aus Hunter x Hunter. Ja. Ich weiß nicht, was ich gegen dich tun soll. Amphira ist tot, Olvarak, Mimikma. Ich mache einfach Knuddler. Aber Wheelie ist tatsächlich ein neues Mon, was ich noch nicht gesehen habe. Aber Knuddeln geht immer. Mach jetzt ja nicht Top-Genesung. Ja, ne, die sind immer noch nicht über 60. Obwohl ich gezwungen werde, auf Level 60 mich zu leveln wegen Necrozma. Das ist echt dumm gemacht. Necrozma hätte Level 50 sein sollen. Und trotzdem schwer. Sie können es ja trotzdem schwer skillen. Auf Level 50. Oder 55. Oder 50. 50 lieber. Hallo Jesse Chuan. So, ich weiß nicht, was das in der Mitte ist. Es könnte Psycho sein. Gift sollte anders aussehen. Aber wahrscheinlich sehe ich es an dem Raum auch nochmal. Kann aber auch Gift sein. Ich glaube, es ist Psycho. Oder Kristall. Nee, das ist Psycho. Das ist auch die Psycho-Frau. Oder Unlicht. Ich glaube Psycho. Also die Geistfrau. Aber das Symbol ist Psycho. Egal, eh gleiche Schwächen. Ähnliche Schwächen. Ich wollte Eselvaro, glaube ich, nehmen.
Da waren, es war, das kannst du als alles interpretieren, dieses Symbol. Das ist einfach ein lila Wirbel. Kann auch Psycho sein. Okay, jetzt glaube ich auch, dass es Geist ist. Jetzt muss es ein Geist sein. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Ich Schattenfessel einfach durch. Dann, wenn Gengar kommt, mache ich Erdbeben. Da waren tote Menschen über der Tür. Wo waren da tote Menschen über der Tür? Frauen muss man nicht verstehen, die geben immer komische Zeichen und Signale. Ja, ob Psycho oder Geisterfrau ist auch jetzt nicht so ein Unterschied. Crazy Eyes. Ich glaube, sie hat Geist, Leute. Silvaro ist bestimmt immer schneller als jeder andere Geist, vor allem weil ich einfach 10 Level stärker bin. Los, Silvaro, enttäusch mich nicht. Oh mein Gott. Warum bist du so langsam, Silvaro? Es ist unfassbar. Du bist 10 Level stärker als Bennett. Bei Gengar, okay, Gengar ist ungefähr das schnellste Mon, was du finden kannst, aber Frostedge kann nicht schneller sein als ich. Ich nehme trotzdem Amphira. War der Gen 1 Geist-Sprite über der Tür abgebildet? Nein, das war einfach nur ein Wirbel, ein natürlich kann es auch Geist sein, aber Psycho könnte, es war einfach ein lila Kreis, lila Wirbel. Es war nicht der Geist von Gen 1. Wir können gleich nochmal gucken, wenn ich rausgehe. Es war Rorschach-Test, genau. Ich sehe halt da Psycho. Kolossant? Da ist Kolossant. Ich habe es vorhin gesagt. Wir haben noch nie einen Kolossant gesehen. Ist Kolossant eigentlich Boden oder Stein? Weil Sand ist genau genommen kleine Steine. Hier ist Boden, oder? Was nehmen wir? Silvaro ist bestimmt. Okay, Silvaro, ich teste dich jetzt. Du bist schneller als eine Sandburg. Shiny Kolossant ist nice, natürlich. Shiny Kolossant ist großartig. Ich glaube, alle Gen 7 Shinies sehen gut aus. Wenn du langsamer als eine Sandburg bist, dann setze ich dich die ganze Top 4 über nicht mehr ein. Ich werde dich nicht mehr heilen. Okay, du bist schneller als eine Sandburg. Herzlichen Glückwunsch. Aber du killst es nicht! Was? Es macht Z? Okay, zeig mir die Z-Attacke von Kolossant. Ewige Nacht. Ich habe noch nie Geist Z gesehen. Okay. Natürlich überlebt es. Okay, ich setze dich noch weiterhin ein, Silvaro, weil du warst schneller, aber dass du das nicht gekillt hast. Ja, eigentlich komisch. Die anderen haben alle keine Z-Attacke eingesetzt, glaube ich. Ich dachte mir eigentlich, dass das die erste Attacke sein muss, die das Pokémon einsetzt. Und das ist erst das zweite Mon, dritte. Oh. Kriegst Zelda-Vibes? Ja. Das kalte Händchen. Gott, die Hände waren so stressig in Tears of the Kingdom. Dieser eine Kampf, wo man gegen Hände kämpfen muss. So schlecht? Bist du kein Boden? Ja, aber was denke ich überhaupt? Boden wäre ja auch gar nicht gut. Was habe ich denn gedacht? Wie bin ich denn auf Boden jetzt gekommen? Aber Kraftkoloss kann ich nicht einsetzen. Rambos, wiegt das Ding was? Es wiegt doch bestimmt was. Ich mach mal Rambos, Spaß. Ja, es ist Bodengeist und in meinem Kopf war Boden gut gegen Boden. Ich habe keine Ahnung, was gerade in meinem Kopf ist. Okay. Ich habe nichts gegen Boden. Geist, Knirscher. Amphira hat auch Knirsch, aber Amphira ist sowas von weg. Donarion hat auch Knirscher. Zeraora ist mein Favorite Pokémon und ich denke, man sollte es auch in Kamisino Popo spielen können.
Kannst du aber nicht. Einfach eine bodenlose Frechheit. Knirsch ist. Knirschhart. Knirschhärte. Stopp. Moruda! Das darf hier bleiben. Aber Moment, ist Moruda nicht Wasser? Moruda ist kein Wasser, Moruda ist Pflanzegeist. Wie war das jetzt? Das hatten wir doch vorhin. Das hatten wir doch gestern, vorgestern, als ich das gefangen habe. Das ist Pflanzegeist, ne? Das ist gar nicht Wasser. Das ist so seltsam. Also es ist auch, es ist Algen, klar, aber es lebt im Wasser. Aber gut. Lugia ist auch kein Wasser. Ah, Pflanzegeist, soll ich jetzt ändern? Aber es kann bestimmt Wasserattacken. Ich mach weiter, Knirscher. Ich habe genug Heilmittel. Komm, Volltreffer, Knirscher. Es gibt viele Pokémon, die drei Typen haben, aber Game Freak wird das nie ändern. Du meinst, es gibt viele Pokémon, die aussehen, als hätten sie drei Typen. Trifft Zeppeli. Ja, Mensch, jetzt hätte ich gern so ein Elektro-Pokémon. Das war Beast, ja. Hallo JJ. Lugia ist Wasserflugpsycho. Ja. In unserem Herzen. Was wäre für dich ein potenzieller neuer Pokémon-Typ? Digital. Das wäre dann sowas wie Rotom, Porygon. Das war Verox. Finalschlag? Okay, nicht schlimm. Fehlt was gegen Elektro. Ja, digital kann ja gut sein für gegen Elektro, wobei Elektro eigentlich gut wäre gegen Digital. Und dann kommt Analog, genau, der Typ Analog. Ne, das ist schon normal. Ha! Okay, lieber ein bisschen schwieriger jetzt, weil ich dumm war. Silvaro hat enttäuscht. So, jetzt gucken wir nochmal auf das Zeichen da draußen. Ich verstehe, dass man da Geist sehen kann. Ich sag nur, das Zeichen muss nicht Geist sein. Das kann auch Psycho sein, das Zeichen. Es kann sogar Gift sein, es kann sogar Unlicht sein. Weil es sehr allgemein gehalten ist. Aber ja, okay, du kannst sagen, das ist ein Geist quasi. Aber es kann genauso gut Psycho sein. Das ist nicht 100 pro Geist. Und das ist erst recht nicht das Gen 1 Geist-Symbol. Oder ein Embryo, genau. Es kann auch einfach
der Typ Leben sein. So, letztes. So, das ist für mich natürlich Pflanze, weil es sieht einfach aus wie ein Stock. Oder wie ein Blatt. Aber es ist wahrscheinlich ein Flügel. Dann sollte es hellblau sein, weil Flug ist hellblau. Aber okay. Wir nehmen, wahrscheinlich ist es Flug, weil sie sieht doch aus wie Flug. Und die hat das Symbol auf ihrer... Das ist eine Golferin. Was? Warum ist hier einfach eine Golferin? Jetzt ist es auf jeden Fall Flug, klar. Ihnen sind die NPCs ausgegangen? Der eine war wenigstens noch von der Story. Dann hatten wir zwei Inselkönige innen. Und dann jetzt ist einfach eine Golferin. Hä? Flug. Donarion. Los. Donarion und Volvarok werden keine Probleme haben. Passt Golf zu Flug? Ja, der Ball fliegt sehr hoch. Warum haben sie nicht noch einen random NPC erfunden einfach? Warum packen die einfach den Golf-NPC hier hin? Heißt sie jetzt Golferin? Golferin Bianca. Top 4 Kahili. Ist es nicht der Sprite von einer Golferin? Sieht die besonders aus? Ich habe gedacht, ist das ein besonderer Sprite? Ich habe gedacht, ich habe schon mehrere gesehen, die so aussehen. Leopold war schon der Veteran, den wir vorgestern getroffen haben. Leopold ist schon vergeben. Okay, das wird einfach. Aber natürlich, alle sind schneller als ich. Ich bin Käfer. Fuck. Oder die Frau lief schon mal im Ferienresort rum. Ja. Im nächsten Raum kommt Raufbold Dieter. Danach Feuerspucker Klaus. Griffeldes. Ist Griffeldes schnell? Das steht nur rum. Oh, hier fliegt's. Ja, komm. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Ah, ich bin schneller. Ich bin schneller als Griffeldes. Ah nein, und es kann auch Sturzflug. Okay, tschüss. Donarion. Gefällt es Loser. Jetzt macht sie Top Trank. Okay. Ihr gehört das Hotel, wo man am Strand Gufa schleudern kann und sie kommt als NPC auch irgendwo mal vor. Aber kommt sie als sie vor? Oder ist sie wirklich einfach... Ist es einfach ein Skin von einem Standard-Trainer und den haben sie hier benutzt? Ich dachte, ist der Standard-Skin von einer Golferin. Egal. Sie ist unique? Okay. Weil sie sieht schon eher cooler aus. So, jetzt gibt es einen Falltreffer, Donnerblitz. Okay, sie erzählt auch davon. Okay. Dann nehme ich alles zurück. Sie ist cool. Tukanon. Ich glaube, das erste Tukanon, das wir sehen im Kampf, neben dem, was wir selber haben. Komm, bist du schneller? Oh. Okay. Ich glaube, wir haben noch nie Flug-Z gesehen. Das ist die L-Pose. Stimmt. Sie macht ein bisschen die L-Pose. Was war das? Was ist das für ein Dreck? Können die nicht ein bisschen animieren, dass Tukanon die Flügel wenigstens aufmacht? Habt ihr das gesehen? Wie peinlich sah das denn aus? Einfach so ein bewegungsloses Tukanon. So. Macht die Flügel auf. Das war eine Z-Attacke. Aber der, also ein kleiner DS-Cartridge hat auch nicht viel Platz für Animationen. Tukanon erhitzt seinen Schnabel. Ist das die Signature? Egal.
war's, oder? Rassladero noch. Rassladero. Es gibt keinen schlechten Schein in Gen 7, ne? Die sehen alle cool aus. Die haben sich richtig Mühe gegeben bei den Shinies. Ah, Top-Genesung. Nein? Nein. Ist Flying Press eine Kampfattacke? Nee. Trotzdem stark. Soll ich Z-Fee machen? Nee. Neck Strike klingt so hart. Vor allem für... Warum hat jetzt mein Kostümspuk nicht gewirkt? Ist es wegen Neck Strike so? Warum hat mein Kostümspuk nicht gewirkt? Kann Kostümspuk nur einmal wirken, bis man beim Pokécenter war? Oder ist Neck Strike geht durch Kostümspuk durch? Kann nicht sein. Noch ein Choreogel. Was für ein Choreogel? Okay. Das ist okay. Ich kann mir vorstellen, dass Kostümspuk... Oh, das kann nicht sein, dass eine Fähigkeit geheilt werden muss vom Pokémon-Center. Entweder Next Strike, es geht durch Schilde durch, oder... Ah, jetzt! Okay. Okay, es muss Next Strike. Next Strike geht durch Kostümspuk durch. Krass. Wieder was gelernt. Bringt aber nichts. Aber es klingt doch noch okay, Angel, die Eier, die du für Kapus benutzt hast. Ist doch gut. Kommt jetzt. Jetzt kommt Opa, oder? Papa Tali, Opa Tali. Halt, ich heil mich lieber jetzt. Pokewiki steht, Schild blockiert das. Warum hat dann mein... Warum hat Mimikma deinen Kostümspuk nicht gemacht? Es wurde auch nicht mitten im Kampf reingeworfen. Es wurde... Ich hab's... Da sehe ich einfach... Hä? Wenn du einen Next Strike kassierst, gehen keine Lärmattacken mehr. Das ist ja wieder was anderes. Komisch. Was ist dann die Beschreibung von Kostümspuk? Dass es zu 90% funktioniert. Wer ist das jetzt? Niemand. I did it. Der Berg gehört mir. Nicht über die Mitte gehen. Das ist eine Falle. Kämpfe gegen ihn? Ich habe das Gefühl, wir kämpfen gegen Opa. Ausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Mich. Okay. Für einen Moment hast du es wirklich geglaubt. Okay, nein. Es ist... Ist es Tali? Ich werde dein Gegner sein. Weißt du, als ich es endlich geschafft habe, meinen Opi zu besiegen. Also er hat gegen seinen Opi gesiegt. Und jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Ist es der Opi im Original, in Sonne und Mond? Irgendwo hatte ich eine Liste gesehen von denen und da war er mit dabei.
Aber gut. Opi, Tali hat Opi besiegt. Wir besiegen Tali. Tali wird ein paar Minuten Champ sein. Dann muss er den Titel wieder abgeben. Ah, Wrestler Dero hat eine Fähigkeit, die Kostümspuck ignoriert. Ah. Danke fürs Nachschauen, Link. Das wäre ja sonst unerklärlich gewesen gerade. Okay, Wrestler Dero hat Fähigkeit, dass Kostümspuck nicht wirkt. Reitschuh schwebt. Oder? Uff. Armes Reitschuh. Komm, setz einen Trank ein. Jawohl. Guten Abend, habe ich was verpasst? Alles. Alles, was bisher geschah, hast du verpasst. Und das war so viel. Wir haben Necrozma gefangen, wir haben Necrozma besiegt, wir haben die Top 4 geschafft. Alles verpasst und du wirst es nie wieder sehen können. In SM hat man gegen den Professor gekämpft? Okay. Flamara. Nicht mal Tali ist Level 60. Kravell? Kann ich fast bleiben. Nee. Eis ist gut gegen Boden. Das würde ich immer vergessen. Stein ist gut gegen. Machen wir einen Vierer. Hässlich, aber süß. Würdest du immer noch sagen, dass Usum die schlechtesten Spiele sind für dich? Ja. Necrozma hat es wieder bewiesen. Ah, ich hab nicht auf Wechseln gedrückt. Sobald dein erstes Pokémon Level 70 erreicht hat, kommt ein Level 60 Gegner? Wahrscheinlich, ja. Aber es kann sein, dass sein Primarin hat jetzt wahrscheinlich Level 60. Oh, was mache ich gegen dich, Matschbombe? Ja, Bromlys Tektas ist interessant, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man einfach eine starke Attacke macht. Eieiei, das war klar. Das war klar. Hallo Lurky. Das könnte jetzt auch passen. Primarin kommt schon. Jetzt ist mein Gift weg, verdammt. Primarin. Mein Elektro ist noch da, aber wahrscheinlich ist Primarin schneller als ich. Primarine. Ja, dann nehme ich Silvaro, ne? Das ist doch dafür gemacht, ne? Deswegen hat er doch Primarin. Zerstört, ich kann gar nicht hinschauen, so brutal war das. Wo haffen wir?
Die Gen 2 Katzen waren das schwierigste im Origin Dex? Ja, mit Abstand, natürlich. Mit großem, dreifachen Abstand. Das ist das Letzte. Das Letzte kriegt mein Ultra-Knuddler. Kommt danach von Schwierigkeitsgrad. Gen 3 wegen den krassen Catch-Rates von den Legis und weil es verdammt viele Legis gibt. Und Gen 3, weil du so unfassbar viele Spiele kaufen musst. Das ist aber eher ein, das ist ein monetäres Problem, kein Schwierigkeitsproblem, aber du musst halt sau viele Spiele durchspielen, um alles zu kriegen. Du brauchst eine Gamecube, genau genommen, für Gen 3 und so. 14.000 kriege ich einfach mal so von ihm. Ganz knapp dahinter ist Reißlaus. Ja, Reißlaus war ultra schwer. Ich bin stolz. Wir waren perfekt aufeinander abgestimmt und wollten den Sieg um jeden Preis. Aber offenbar trennt es noch ein kleines bisschen von der absoluten Spitze. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber obwohl wir verloren haben, stand ich bisher bei keinem Kampf so unter Strom wie bei diesem. Schwer zu beschreiben, ich bin irgendwie gleichzeitig enttäuschend zufrieden. Ich finde immer interessant bei den KIs, man sagt, die KIs sind besser geworden über die Jahre natürlich, aber was sie immer noch nicht machen, was in diesem Spieldurchgang ein einziger Trainer einmal gemacht hat, ist, wenn ich ein Pokémon reinsetze, was eindeutig die Stärke ist gegen dein schwaches Pokémon, warum ziehst du dein Pokémon nicht zurück? Du solltest immer, wenn ich eindeutig die Stärke habe, vom Typ her, dein Pokémon zurückziehen. Und es hat ein einziger, ich glaube, die weibliche, die im rosanen, knappen Outfit, die hat, glaube ich, einmal ihr Pokémon zurückgezogen, um was Besseres zu rufen. Aber sonst hat es keiner wieder gemacht. Und sobald die KI das mehr machen will, und sie macht es manchmal, in Gen 8 und Gen 9 auch, aber sobald die das wirklich regelmäßig machen, würden die Kämpfe so viel logischer und schwerer werden. Aber sie bleiben immer bei dem Pokémon, was drin ist. Ihr habt meinen Traum wahrgemacht. War's das? Habe es durchgespielt jetzt? Ich bin wirklich froh an diesem traumhaften Ort, den packenden Pokémon-Kampf. Hier muss ziemlich kalt sein, oder? Also diesen Raum zu heizen. Wobei wir sind auf Alola, hier ist es sowieso warm. Wahrscheinlich ist es gerade voll kühl hier drin. Also dann, Leo, du bist der erste Champ. Der erste? Ach stimmt, er hat das Ganze gegründet. Hä, war nicht Tali der erste Champ? Logischerweise? Warte mal. War Tali nicht der Champ, weswegen wir jetzt Tali besiegen mussten? Warum mussten wir sonst Tali besiegen? Weil er der Sohn vom Großvater, vom krassen Häuptling ist? Sollte der erste Champ nicht der sein, der die vier besiegt? Tali kam nach dir. Weil Tali auch da sein wollte. Achso, wir sind einfach... Achso, Tali und ich sind quasi gleichzeitig hierher gekommen und deswegen mussten wir entscheiden, wer jetzt der Erste ist. Weil wir beide Champ werden wollten. Okay. Ja, okay. Aber ich war da trotzdem der Erste. Ich war der Erste, der es geschafft hat. Der Erste, der die vier besiegt, sollte Champ sein. Und der andere ist dann der Zweite. Aber okay, ich bin der erste Champ. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. MVP Donarion. Loser Silvaro, es tut mir leid, du bist so langsam. Amphira, großartig hat sie gekämpft. Mimikma, sowieso so ein gutes Mon. Pampros, Mittelfeld, passt schon. Hier und da. Wolverock auch so gut gekämpft die ganze Zeit. Also 4 von 6 von meinen Pokémon waren echt immer hammergut. War eigentlich ein gutes Team, was ich hatte. Auch wenn es jetzt nicht so divers war.
Silvaro war so langsam. Warum ist Silvaro langsam? Yeah. Was ist das? Die Krönchen. Die Krönchen. Credits? Da fehlt Fluffeluff. Yep. Ganz hinten so komplett blau geschlagen. Ich war auch dabei. Du liebst Pokémon echt von ganzem Herzen. Genau. So konntest du auch alles aus deinen Pokémon herausholen und gemeinsam mit ihnen diesen Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen. Mach dich drauf gefasst, herausgefordert zu werden. Du bist jetzt der erste Champ von Alola. Leo, das muss gefeiert werden. Jetzt holt er so ein Whisky raus, so ein Wodka, so ein absolut Wodka. Opi hat uns eine Riesenparty versprochen, egal wer von uns gewinnen würde. Worauf warten wir da noch? Ab nach Mille Mille. Oder um uns mit Attackennamen auszudrücken, machen wir im Turbo-Tempo eine Kehrtwende. Nach Mille Mille. In Lilly wird erstmal ordentlich gefeiert. Und keine Sorge, ich sage auch Lilly Bescheid. Stimmt, wo war die? Hat Gladio nicht gesagt, Lilly ist schon vorausgegangen? Da war nirgendwo ein anderer Weg, wo es irgendwo anders hingeht. Oder ist er dahin gegangen, wo Lilly vorausgegangen ist und er hat gar nicht vom Berg geredet? Okay. Resümee. Ist das jetzt ein gutes Spiel? Und ich beziehe mich nicht auf, kann man da gut shiny haben? Darum geht es nicht, wenn man sagt, das ist ein gutes Spiel. Wenn ich einfach die Story durchspiele, Casual Vanilla Story durchspielen, ist das ein gutes Spiel? Nein. Nein. Also zumindest, es ist besser, als ich dachte. Ich dachte, es wird viel nerviger. Lilly ist eine nervige Tröte. Tali ist eine nervige Tröte. Alle sind so nervige Menschen hier in diesem Spiel. Außer Samantha. Die Insel ist hübsch, okay. Ich glaube nicht, dass Talis letztes Pokémon auf 60 war, oder? Gladio ist ein Edgelord. Da ist er. Wo ist mein Bruder? Gott, sie ist so ein Schlimmer. Ich finde sie schlimmer als Tali. Ich finde sie schlimmer als Tali, weil Tali ist einfach von vornherein einfach so eine Spaßkanone. Immer glücklich, immer happy. Null interessant, aber zumindest bleibt er, also zumindest ist er das, was man sich verspricht so von ihm. Er ist einfach der Happy-Typ, warum hat sie eine Mütze auf? Der Happy-Typ, der einfach Großvater so aufgezogen wurde, immer glücklich und sowas. Aber Lilly ist ein ängstliches kleines Mädchen, das dann sagt, oder das dann, wo dann so quasi getan wird, so, oh ja, ich habe eine neue Frisur, ich habe ein neues Outfit, ich bin jetzt die neue Lilly, die total stark und mutig ist. Ist sie aber nicht. Trotzdem, obwohl sie das sagt und obwohl das Spiel das sagt, dass sie eine Transformation gemacht hat, ist sie immer noch so, oh, ich kann dir nicht helfen, oh, was soll ich nur tun, oh, meine Mama mag mich, obwohl sie, ja, schrecklicher Charakter. Da finde ich den leeren Charakter Tali wenigstens, da kann man sich nicht groß aufregen, ist halt... Warum ist hier ein Zygarde? Okay. Das ist die gleiche Höhle. Gehe ich zur Omega-Höhle? Okay, was haben wir hier? Starmie? Wer kennt's nicht? Das seltene... Die seltene Bestie Starmie. Sie wird einfach so glücklich, obwohl sie echt viel Grund hat, dazu depressiv zu sein. Man könnte ihren Charakter so gut machen... Weil es echt krass ist, was sie durchlebt. Und sie könnte dann so stark sein und mitkämpfen. Und dann hast du erstmal einen Kampf mit ihr zusammen und sowas. So viel. Aber nein, sie ist trotzdem so, oh, ich kann nichts tun, ich bin so ängstlich. Und da, oh, Leo. Das mit der Synchronität üben wir hier nochmal, Leute. Das müssen wir nochmal üben.
Sind es alle verschiedenen Steine? Cool. Das ist cool, das sind alle Steine gewesen. Und sie. Sie ist der eigentlich der chilligste Charakter. Wie oft muss das jetzt noch durchspielen? Noch einmal. Also das andere. Hallo Leni. Kali startet aber auf 60. Okay. Dafür tat die Laubklinge aber ziemlich weh. Also, es ist kein super schlechtes Spiel. Es ist aber das schlechteste Main-Game-Pokémon-Spiel. Und wenn man jetzt sagt, man kann sagen, was ich noch am ehesten nachvollziehe, das ist besser als Gen 1. Okay, weil Gen 1 halt einfach eine Alpha ist. Gen 1 ist halt das allererste Pokémon-Spiel, wo es noch keine Fähigkeiten, du kannst noch nicht laufen, es gab halt einfach nichts. Aber Gen 1 ist halt der Anfang von allem. Du kannst nicht Gen 1 einfach auf die schlechteste Position stellen. Es ist einfach von 1996. Das kannst du nicht vergleichen. Deswegen musst du bei Gen 1 halt all die Sachen wegtun, die das Spiel so alt machen. Gen 1 hat aber so viel bessere Charaktere und Team Rocket allein und sowas und einfach so viel Geschichte dahinter, was so viel mehr ist als das hier. Mariko, danke schön, dass du Leni einen Sub geschenkt hast. Kapu, kapu, kapu. Das normale Sonnenmond ist doch noch schlechter. Weiß ich nicht, aber sagen die meisten Leute, weil es halt der Anfang ist noch länger, bis man mal überhaupt was machen kann. Sonnenmond hat zum Beispiel, dass Quereinsteiger unendlich lang gerufen werden können, sodass es super anstrengend werden kann. Und es hat halt die coole Necrozma-Sache, hat's nicht. Wobei ich auch nicht checke, warum hier alles jetzt doppelt ist. Ich glaube, es ist ein Fehler, oder? Genau, Pepper war realistisch. Der war richtig knallhart am Ende, aber hat dann am Ende trotzdem gegrinst, weil er seine Freunde hat und sowas. Das ist ja alles cool. Aber dass Samantha einfach die härteste, asozialste Mutter ist, und sagt, du bist nicht mehr meine Tochter. Und sie sagt, oh, Mutter. Oh, Mama. Und dann, ja, Mama hat mir alles erklärt. Und jetzt kann ich sie nachvollziehen. Du kannst nachvollziehen, dass deine Mutter dir ins Gesicht gesagt hat, dass du nicht mehr ihr Kind bist. Du hättest so viel mehr draus machen können. Aber du kannst ja immer noch kinderfreundlich bleiben. Pepper ist auch, glaube ich, kinderfreundlich geblieben, oder? Aber einfach dann so, ha, ja, mir geht's gut. Meine Mutter hat mich verstoßen. Vor allem mein Freund. Sie ist halt blond. Was hat die Haarfarbe damit zu tun? Dein Name hier ist gelb. Champ, möchtest du den anderen nicht auch deinen Partner Pokémon vorstellen? Was war Moment. Nicht Silvaro. Silvaro war der Loser. Da ist die Traumradar-Tante. Wenn du jetzt Silvaro rausholst, deine Augen leuchten ja richtig. Oh, das ist meine Mutter. Man sieht's nicht. Was? Das ist jetzt quasi in unserem Kopf, was für uns das beste Pokémon war. Amphira war das Beste. Okay, aber wenn ich halt, deswegen, das ganze Spiel, also ich beziehe mich ja nur auf die Story und so und das Gameplay. Ich verstehe, dass man Shiny Hunten und Quereinsteiger SOS ist schon cool, das scheint wirklich sehr cool zu sein. Und ich glaube, wenn ich das damals schon gespielt hätte, als rausgekommen wäre, hätte ich da ohne Ende geshiny huntet. Weil es echt interessant ist. Aber wenn man halt einfach auf das Spiel sich bezieht, ich wüsste nicht, Gen 5 ist besser, Gen 4 ist besser, Gen 3 ist besser, Gen 2 ist besser, Gen 1 ist der Anfang. Du kannst nicht den Anfang als schlechtestes Spiel machen. Gen 1 ist besser als Gen 7. Vor allem, wenn du Feuerrot und Blattgrün dazu zählst, dann ist es so viel besser. Gen 8 ist besser. Warum ist Gen 8 besser? Ich meine, Gen 8 muss man jetzt ein bisschen ehrlich sein. Ich liebe Gen 8, weil ich es einfach, naja,
5000 Stunden gespielt habe. Aber halt wegen Shiny Hunten. Aber. Gen 8, Gen 8. Gen 9 ist definitiv besser. Von 1 bis 10, von 1 bis 9. Braucht man den Schillerpin für die Ultra-Pforten? Weiß ich nicht. Aber die Mons und den Spielstand lässt du mir auf dem Spiel, oder? Willst du? Wie, die Mons? Ich kann dir die Mons nicht da lassen. Die Mons kann ich dir nicht da lassen. Alle Mons, die ich nicht brauche, lasse ich dir drauf. Aber ich kann nicht einfach dir... Was? Ich brauche die selber. Die Region ist sehr sexy. Finde ich noch nicht mal. Ich finde, wie die Karte aufgeteilt ist und dass es nur auf dem unteren Bildschirm ist und dass du super ranzoomen musst und nichts erkennst. Ich finde es schwierig zu wissen, wo man ist. Wo man ist und wo man hin muss. Finde ich sehr schwierig anhand der Karte festzustellen. Also gameplay-technisch finde ich die Karte nervig, aber optisch, ja, okay. Sieht sie ganz schön aus und so. Aber ich bin eh mehr Fan von der Gen 3, Gen 4 Optik. Ich glaube, ich muss nochmal, wenn wir Gen 8 spielen, überlegen, ob Gen 8 besser ist als Gen 7. Aber Gen 8 hat so viel... Gen 7 ist dann so... Okay, eine Sache, die an Gen 7, wo ich wirklich das erste Mal war, so, okay, dieses Spiel ist scheiße, war, dass du hast diesen Herrscher, du hast dieses Prinzip von wegen, okay, du musst das Rätsel oder die Aufgabe vom Inselmeister lösen oder halt die Arenen. Und wenn du das machst, kommt am Ende der Herrscher und du musst den Herrscher besiegen. Das Herrscherprinzip fand ich cool, weil die Pokémon waren wirklich schwer. Das Knogger war hart, das Togedemaru war hart. Das sind tatsächlich Kämpfe, vor allem wegen den Helfer-Pokémon, die sie rufen. Das sind tatsächlich Kämpfe, wo man nachdenken muss. Cool. Aber davor, dieses Rätsel, was du machen musst, dass der Herrscher kommt, war so ein billiger... Es war so scheiße. Das Knogger... Ich habe mich so auf Knogger gefreut und diese Ding davor hat das ganze Knogger so kaputt gemacht, weil mach Bilder, find heraus, was bei Knogger anders ist. Und dann streckt ein dummer Hillbilly seinen Kopf einfach ins Bild und dann musst du sagen, ja, der Typ hat seinen Kopf ins Bild gestreckt. Was? Dieses Spiel war nicht für 8-Jährige gemacht, sondern für 2-Jährige. Hier, du hältst 2 Bilder hoch, was ist der Unterschied? Und selbst ein Baby, was noch nicht mal sehen kann, würde sagen, das da. Das war so ein... Und dann kommt das Herrscher-Pokémon ins Bild. Dann musst du sagen, welches Bild hat sich geändert? Das war so ein Quatsch. Und dann auch das danach mit den Pokémon finden. Und sobald du den Herrscher nicht besiegst, die schwer sind, musst du das Ganze nochmal machen und alle Items einsammeln. Und dann alle Pokémon besiegen, bei denen du die Items weggenommen hast. Also die Herrscher waren cool, aber die Spiele davor, so ein Schrott. Da muss ich sagen, das Standard... Prinzip von Gen 8, dass du einfach aus einer Arena gehst hin, davor ist ein Rätsel, die sogar oft relativ cool waren mit dem Bingo-Bongo, mit den Schafen. Es waren Standardspiele, es waren nicht so geile Spiele wie vielleicht in Gen 2 und 3 oder so, aber es war wenigstens, oder das mit dem Wasser ist sogar ein schweres Rätsel, oder Gen 5 hatte auch harte geile Rätsel eigentlich mit dem Windturbinen und sowas. Also die Rätsel hier waren so eine Beleidigung für jeden, der mehr als 10k IQ hat. Unverschämt. Und Gen 8 hat da halt wieder normale, coole Rätsel. Und Gen 9 ist sowieso... Gen 9 Rätsel sind Abfuck. Aber dafür ist die Story von Gen 9 cool. Also deswegen würde ich im Moment sagen, Gen 8 ist besser, weil da sind die Rätsel, die Arenen, das erste Mal die große Ebene, wo man rumlaufen kann. Es hat jetzt nicht wirklich eine tiefgründige Story, wie Gen 7 und Gen 9. Aber wenigstens ist Gen 8 simpel und einfach. Ich mache Arena-Leiter, besiege die Gegner und dann kommt eine böse Macht, die du besiegen musst. Ich würde im Moment noch sagen, Gen 8 ist definitiv besser als Gen 7. Aber wenn wir jetzt bald Gen 8 spielen, vielleicht ändere ich meine Meinung. Ich glaube nicht.
Kannst du mal, wenn du Gen 8 fertig hast, eine Tierlist oder Ranking von den Gens machen? Mache ich eigentlich nicht so gern, weil das Content ist, den Leute machen, wenn ihnen kein Content mehr einfällt. Und das ändert sich wöchentlich, was ich denke, was besser, was ich cooler finde und was nicht. Aber ich kann es dir jetzt sagen, das Ranking. 7, 8, 1. Ich mache wirklich Gen. Ich mache nicht Feuerrot und Blattgrün, wäre natürlich viel weiter oben. Ich meine wirklich immer nur das erste und einzige aus der Gen. Aber man könnte auch Ranking mit allen Spielen natürlich machen, aber dann ist es kompliziert. 7, 8, 1. Sechs, neun, zwei, fünf, eins, drei, oder? Habe ich was vergessen? Ne, vier habe ich vergessen. Drei, fünf, 2, 4. 4, 2. Also von unten nach oben ist. Die Top 4 sind 4, 2. Was? 4, 2, 5, 3. 7, 8, 1, 6, 9, 4, 2, 5, 3. Genau. Oder? Das ist doch keine schlechte Auflistung. Manche würden vielleicht 5 und 3 tauschen. Aber Leute, die die 7 auf die 1 machen, kann ich nicht nachvollziehen. Das kann nur sein, wenn 7 dein erstes Pokémon-Spiel war und du halt diese ganzen Vorteile genießt, die neue Gens haben, wie Autospeichern oder irgendwas, was jetzt jedes ältere Pokémon-Spiel schlecht macht dadurch. Pikachu. Mama. Muss ja ganz schön geschafft gewesen sein, so tief und fest, wie du geschlafen hast. Ich habe nur die Welt gerettet und bin dann der beste Trainer auf den ganzen 5 Inseln geworden. Goldjunge, dankeschön für dein Prime. Dankeschön, Goldjunge. Hallo, roter Jay. Diese wunderlichen Leute haben nach dir gesucht. Ach, das sind jetzt die Ultra-Pforten-Menschen oder so, ne? Also die Äther wahrscheinlich. Oder die Detektive. So würde ich es tatsächlich auch einordnen. Gen 7 hat mich komplett gebrochen. Seitdem liegt der Origin-Dex nun seit einigen Monaten rum und ich möchte einfach nicht in Gen 8 rein. Gen 8 geht so viel schneller und... Gen 8 geht echt schnell. Gen 8 ist, glaube ich, nicht so schlimm. Außer du willst in Gen 8 alle Pokusans entwickeln, dann wirst du einiges grinden müssen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du den Spielstand drauflassen würdest. Beeil dich dann und halte es in Ehren. Das kann ich gerne machen. Ich hätte dich eh davor gefragt, ob ich löschen soll oder nicht. Der Entscheidungskampf zwischen dir und Tali war bestimmt eine hochspannende Angelegenheit. Rankenhieb. Laubklinge. Nach Pony aufbrechen. Soll ich noch das eine Koriogel jetzt fangen? Kommen wir da hin? Mal eben. Ich brauche nur noch von den normalen Mons Koriogel. Den Rest habe ich. Hier stehe ich jetzt. Ja, genau, hier geht's zu Koriogel. Wie läuft das jetzt mit den Ultrabestien? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich gehe da einfach hin, mach Pilzspore und Trugschlag und schmeiß Pokebälle.
Wieso verzeihen wir allen eigentlich dieser Aether Foundation? Die sollten auch alle ins Gefängnis. So typisch. Typisch Pokémon-Story. Tut uns leid. Oh, ist schon okay. Das war in Gen 5 so schlimm, als der eine festgenommen wird und dann sagt er, oh, ich will aber nicht festgenommen werden. Und dann sagt der Cowboy-Typ, na gut, ich lass dich gehen. Was, Typ 0? Nein, nein. Oh, shit. Ich muss eh nochmal spielen, ne? Habe ich einen Speicherstand? Sie gibt mir nicht Typ 0, wenn ich alle Boxen voll habe, ne? Genau meine Reaktion an der Stelle. Ich kenne, jetzt wo ich das so sehe, kenne ich den Ausschnitt, wie man da steht und mit ihr redet. Wie habt ihr die Boxen voll gemacht? Wieso willst du Typ 0 nicht? Weil ich das Shiny handeln will. Aber natürlich kann ich auch, ich muss ja eh das Spiel nochmal durchspielen. Ich kann es jetzt einfach nehmen. Das ist ein Geschlecht. Das ist ein Geschlecht. Nein. Nein. Okay, entweder lade ich jetzt neu und hoffe, dass ich einen Speicherstand habe. Eigentlich sollte man einen Speicherstand haben, nachdem man das Spiel durchspielt. Oder ich mache mir den Save fürs Shiny Hunten im anderen Spiel. Ich muss bis hierhin. Und dann habe ich zumindest noch mehr Pokémon, die ich rübertauschen kann, um die Box voll zu machen. Aber eigentlich habe ich auf dem Spiegel Speicher. Na, egal, ob ich jetzt 10 Pokémon mehr fange oder nicht. Wobei, hier habe ich halt schon sau viele Pokémon. Ich sollte den Spielstand benutzen. Weil ich habe hier schon 5 Boxen voll. Ich habe nur Angst, dass ich keinen Speicherstand habe. Aber das Spiel speichert doch immer, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Da stand End. Mein letzter Speicherpunkt war vor Tali. Oder vor der 4. Arena. Nach dem Liga hatte das Spiel nach den Credits gespeichert. Schon, oder? Aber brauchst du nicht 2 wegen dem Original Dex? Ja, ich will nur einen Save Point haben vor Typ 0. Der ist jetzt weg. Der Spielstand ist weg. Der Speicherpunkt ist vorbei. Ich brauche einen Speicherpunkt davor, beziehungsweise. Warum macht man eigentlich das mit den ganzen Pokémon? Einfach nur, dass man weiterspielen kann. Oder dass man Schillerpin haben kann. Oder ist der Dialog kürzer? Warum macht man das mit den vollen Boxen? Damit der Dialog kürzer ist, oder? Ja, ich starte neu. Ich starte schon neu. Nun, willkommen in der Liga. Er speichert immer nach den Credits, aber ich dachte auch, dass es immer Soft Reset LR Start Select ist und das haben sie hier auch geändert. Also, vielleicht wären sie ja also gewesen. Was ist das eigentlich? Das ist ein Autogramm von einem Arenaleiter in Kanto? Da steht nicht der Name. Hat irgendjemand mal versucht, daran zu zoomen und zu gucken, welcher Name das sein soll? Ist das Bob? Das sieht ein bisschen aus wie Bob. Das sieht eher aus wie Boa oder Dreio. Rekrut. Rekrut klingt aber wie Major Bob. Hm.
Es gibt nur einen Soldaten als Arenaleiter. Wie viel Pokémon muss ich fangen? Das mit den vollen Boxen macht man, weil Pia dir das Pokémon dann nicht geben kann und du es dir später im Ätherparadies abholen kannst. Genau, genau. Aber warum macht man das? Ich weiß, dass man das macht, damit das passiert, aber warum will man, dass das passiert? Warum will ich das? Einfach damit ich weiterspielen kann in dem Moment? Oder weil der Dialog von Pia kürzer ist und somit man schneller resetten kann? Weil wenn der Dialog nicht kürzer ist, dann mache ich mir einfach hier ein Hard Save und Shiny Hunter da und spare mir das Ganze. Ich will es eh nicht mit Schillerpin machen. Ich mache es eh mit den vollen 4000. 32 Boxen voll. 32 mal 30, also sagen wir 30 Boxen, 30 mal 30 sind 900. 900 Pokémon fangen. Magst du meine Fusion zeigen? Das ist ja Ewigkeiten her. Erinnere mich doch. Ich würde mal sagen, das ist logisch. Ne? Ich glaube, jeder hätte sich genau das vorgestellt. Ich freue mich überhaupt nicht. Not bad. Die rote Kugel. Du hast mich vorhin schon dran erinnert. Wahrscheinlich war ich da knallhart im Kampf. Damit du weiterspielen kannst und am Ende Typ 0 von einer anderen Edition für den Schillerpin holen kannst. Stimmt. Ich kann ja mit dem anderen Spiel dann den Pokédex-Eintrag mir holen, dann geht's auch schneller. Aber ich weiß nicht, ob man es nicht davor sieht. Man sieht es wahrscheinlich vor dem Pokédex-Eintrag. Aber ja, ich finde, ich mach's lieber hier, weil ich hier die ganzen schon ein paar Pokémon habe. Das heißt, entweder ich mache hier ein Hard Save und Shiny Reset ist dann hier an der Stelle. Ich muss mich genauer informieren, was die Vorteile sind, ob es auch, weil wenn der Reset kürzer ist im Ätherparadies, dann mache ich es natürlich im Ätherparadies. Aber ich kann jetzt erstmal da nicht weiterspielen, weil entweder muss ich mir einen Hardsave machen und den backuppen oder ich muss jetzt 900 Pokémon fangen. Wobei stimmt, ich kann sogar mal eben Hardsave machen, ist ja ein Emulator. trotzdem ist es jetzt vorbei für heute. Der Reset ist kürzer. Mit Hardsave kannst du ja weiterspielen. Aber ich will nicht weiterspielen. Vielleicht will ich ja nicht weiterspielen. Mit Savepoint geht's weiter. Ja. Aber nicht heute. Warte. Dein 3DS mit Capture noch nicht zurück? Doch, schon seit 2 Wochen, glaube ich. Okay. Das war doch heute sehr erfolgreich. Wir haben Necrozma besiegt, first try. Wir haben Necrozma gefangen, first try. Wir haben die Top 4 besiegt, first try. Champ besiegt, first try. Und das war, was wir heute gemacht haben. Wir haben auch Zenlong gefangen. Im ersten Pokéball, glaube ich sogar. Heute war nur, ich glaube, oder? Zenlong war erster Pokéball. Und wir haben Krabox nicht first try entwickelt. Das geht nicht in der Höhle. Viele first tries heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen um 14 Uhr
Samstag 14 Uhr. Moment mal, shit, das ist ja für mich 13 Uhr. Das heißt, ich muss ja früh aufstehen. Morgen 14 Uhr für eure Zeit. Gibt es hier ein Shiny Bingo von Domji und Snox. Hochzeit absagen für morgen, Beerdigung absagen, bitte nicht über Nacht draufgehen. Morgen 14 Uhr Shiny Bingo mit Domji, Just Snox und ich weiß immer noch nicht mit wem noch. Ihr könnt mitmachen, da gibt es sowas wie gebt dem Team mehr Zeit oder mehr Punkte, indem ihr selber ein Shiny Dicta fangt und dann rübertauscht. Also ich muss quasi ein Shiny Dicta von euch bekommen, dass ich Punkte kriege. Einmal pro Stunde gibt es so eine Quest und wer sie als erstes schafft, kriegt Punkte quasi. Also wenn ich dann sage, oh fuck, jemand muss mir ein Shiny Dicta schicken, dann muss jemand von euch mir ein Shiny Dicta schicken. Müsst ihr aber natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall anscheinend so gemacht, dass ihr mitmachen könnt, um uns eher gewinnen zu lassen oder nicht. Morgen 14 Uhr auf diesem Kanal Domji's Just Nox. Jeder, der mitmacht, streamt. Und bekommt man da Geld? Genau, du wirst dafür bezahlt. Nicht. Was bekommt der Gewinner? Nichts. Wann habt ihr jemals sowas gesehen und dann kriegt der Gewinner so eine riesige Trophäe? Wann habt ihr das letzte Mal das gesehen? Man muss es aber erst nicht suchen, right? Ich glaube schon, dass ihr es suchen müsst, aber ich frage mich, wie ihr das beweisen sollt. Also wer die bessere Community hat, gewinnt. Nee, ich gewinne. Ich und Domji gewinnen. Domji und ich gewinnen. Weil wir die besten Shiny Hunter sind. Deswegen, ihr könnt uns die ganze Zeit nichts schicken und wir werden trotzdem gewinnen. Datum? Vielleicht. Danke, Mariko. Okay. Also holt schon mal eure PK-Hex raus und schickt mir Shinies. Okay. Bis morgen um 14 Uhr. Schönes Wochenende. Danke fürs Dasein. Und Bussi. Tschüssel. Machen wir ausnahmsweise das hier mal. Okay.